Hallo Leute, da bin ich, Emre 70 am Start wieder. Gruselig. So, mal gucken. Tun wir uns das mal hier so ein bisschen hin. Ja. Wo ist denn unser Gothic? Wo ist denn unser Gothic 2? Halt, hier. Nicht, dass wir jetzt auch noch das Falsche zocken. So. Ich würde sagen, dann können wir loslegen. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag gehabt. Es ist etwas warm. Nein, ich habe keine Pekannüsse. Moment, Moment, Moment. Aber jetzt, wenn dann hier wieder die Technik funktioniert. So. Ich denke, dann können wir starten. Wenn ihr wollt, starten wir, oder? So. Ist das die richtige? Ja. Auf geht's. Ins nächste Chaos. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was wir machen wollten. Ich glaube, wir wollten mit Laris. Ach, sag schnell. Ich hab's vergessen. Mit Laris wollten wir das Ornament abholen. Da das Ornamentstück. Dass wir. Damit wir ein bisschen aufsteigen können, oder? Irgendso war das doch. Dann wollen wir mal. Ja. Das sieht gut aus. Wollen wir mal schauen. Ach ja, auf Onas Hof gab es auch noch so viel zu tun, aber die haben uns alle getötet. Halt mein Kaffee. Mein Kaffee hier näher ranrutschen. So. Mal an. Ich wäre dann soweit. Spiel. Ich bin bereit, weiter zu sterben. Oder so ähnlich. Ah ja, genau, dieser Kämpfer, der war ja auch nicht. Okay, wir legen uns erstmal schnell schlafen. Na? Geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann. Ist ja gut. Herrschaftszeit, man kann sich doch mal über das Wohlbefinden erkundigen, oder? Bei Abu Jean haben wir auch noch nichts gemacht, weil wir permanent pleite sind. Ist das frustrierend. Dietriche haben wir auch keine, aber wir können auch keine kaufen, weil wir permanent pleite sind. So, hier bis zum nächsten Morgen. Dann. Altrams Lieferung. Ach, das müsste jetzt auch erledigt sein, oder? Wollen wir noch. Wir müssen sowieso zum Hafen. Da können wir doch gleich mal schauen, ob das jetzt mit der Diebesgilde funktioniert.
Das wäre ja dann der dritte, dem wir geholfen haben, eigentlich. Mal sehen. Aber das Licht war eine Qual für Belia. Und alles, was Innos erschuf, ist denn der Durchgang? Wurde von Belia zerstört. Achso, hier. Wir müssen irgendwie an Kohle kommen. Das ist nicht... Also so pleite rumzulaufen, was haben wir denn für ein... Schon wieder bloß so einen kleinen Zahnstocher da an der Hand. Damit werden wir doch auch nichts. Ach so, der... ja. Mir fällt immer was anderes ein, ne? Der Kämpfer da. Der ist ja auch noch da. Das ist mal wieder typisch. So, mal gucken, ob der andere das vertickt hat. Dann machen wir das zuerst hier. So. Das ist ja schrecklich. Bist du die Ware losgeworden? Ja, aber für weniger, als ich gedacht habe. Ich habe nur 300 Goldstücke bekommen. Davon geht noch ein Teil an meine Auftraggeber. Ach ja? Und Cardiff bekommt seinen üblichen Teil. Plus das Gold für deine Vermittlung. Bleiben insgesamt noch 240 Goldstücke, die teilen wir, wie wir abgemacht haben. Hier ist mein Teil. Du hast gute Arbeit geleistet. Das habe ich mal so an meine Auftraggeber weitergegeben. Was allerdings daraus wird, liegt nicht in meiner Hand. Okay, 120 Gold. Hey du, komm mal rüber. Ja? Ich hab da was für dich. Was denn? Hier war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Okay. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen. Hinter Halvors Fischladen. Diese Information ist umsonst. Aber das ist nur eine Ausnahme, klar? Für alles Weitere musst du zahlen. Natürlich. Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen. Aber dafür musst du zahlen, mein Freund. Das kannst du vergessen. Ich zahle jetzt gar nichts mehr. Ich bin Name wurscht. So. Ja, interessant. Eigentlich wollten wir mit Laris gehen, aber jetzt haben wir ja den Zugang zur Diebesgilde. Ich hab so einiges gehört. Das war ja auch Bosbas Bogen. Meine Meinung kennt man nicht. So. Also ich glaube, wie gesagt, ich habe die Diebesgilde ja sonst immer ausgerottet. Das ist, glaube ich, jetzt das zweite Mal, dass ich mal nicht hier kämpfen muss mit dem. Ey, der hat eine schicke Rüstung an. Was hat denn der an? Sieht aus wie eine Söldnerrüstung, oder? Sieht cool aus, kann ich dir haben? Ah, endlich. Will ich auch haben. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Wer bist du und was willst du von mir? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist das, was du getan hast. Du hast dich loyal verhalten, auch wenn dir das jetzt nicht bewusst ist. Durch deine Loyalität sind einige Gönner auf dich aufmerksam geworden. Und sie bieten dir eine Chance. Also nutze sie. Hey, sag mir doch einfach, warum du hier bist. Ich habe ein Geschenk für dich. Alles Weitere liegt an dir, Fremder. Na gut, kann ich die Rüstung... die sieht richtig gut aus. Guck, das macht doch was her. Und wir mit unserer lumpigen Lederrüstung? Ich habe mich mal ein bisschen belesen. Also tatsächlich kann mir, wenn wir gildenlos spielen, die Arschkarte, das sage ich euch. Da können wir nur die Crawler-Plattenrüstung bekommen... Und ich glaube, in Zardas alten Turm die Erzrüstung, irgendeine Erzrüstung. Bis dahin laufen wir rum wie Vollnoob. Das wird nicht einfach. Das war doch echt eine dumme Idee gestern. Naja, gut. Wie komme ich denn jetzt wieder da runter? Reinhüpfen, oder? Sauf ich wieder ab? Na gut. Gehen wir erstmal die Diebesgilde. Eigentlich wollten wir mit Laris loslaufen, oder? Aber wir haben ein bisschen Zeit. Das kriegen wir schon hin. Hier muss doch irgendwo auch diese komische Wache sein, die immer irgendwie so imbar ist für das Sumpfkrautpaket, oder? Nein, nein, wir gehen jetzt erstmal zur Diebesgilde. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Uah. Ja. So, danke. Ich verwechsel immer die Tasten beim Tauchen. So. Wir speichern, denn bei meinem Glück. Kriegen wir hier von den Ratten wahrscheinlich mächtig eine auf die Nuss. So. Aber wir nehmen mal den ganzen Kraft hier unten jetzt ordentlich mit. Weil das können wir alles verkaufen. So.
todesmutig. Komm, wenn ich eine töte. Du solltest was treffen, mein Freund. In der Regel esst ihr immer eure Kameraden auf. Könnt ihr das mal tun? Guckt sie euch an. Ja. Sind das verfressene Viecher? Ups. Willst du ewig leben? Hoppala. Oh. Ist da noch mehr drin? Noch einer da? Nein. So. Sag jetzt nicht, wir haben keine Dietriche. Halt. Wir müssen erst speichern, weil ich habe, glaube ich, bloß ein oder zwei Dietriche. Oh, das, was in der Truhe ist, das brauchen wir. Das wollen wir haben. Okay. Genau, da sind mich hier diese Sachen drin und der Bogen. Das ist wichtig. Bevor ich jetzt hier tausend... Na, nicht ruckeln, mein Freund. Können wir... Ich weiß gar nicht. Wollen wir mal gucken, was wir bei Belia machen können? Oh, vielleicht können wir ja irgendwas spenden und kriegen was Cooles. Ich meine... Wir gucken mal. Belia. Unbedeutend. Alles klar. Mana-Punkte. Okay. Wir spenden mal 10 Lebenspunkte. Wir haben gespeichert. Wir gucken mal, was passiert. Oh, ich habe 350 Gold gekriegt. Das ist natürlich für uns arme Wurscht nicht schlecht, oder? Ach, der zieht die dauerhaft ab. Na, das ist ja natürlich auch doof. Mist. Na gut, aber 193, das können wir jetzt mal noch lassen. Ey, da haben wir mühsam bei Daron gespendet, um das Leben zusammenzukriegen. Und dann will Belia, geben wir das Belia wieder. In den Rachen schmeißen hier. Na gut, aber hin und wieder, wenn wir ein bisschen mehr Leben haben, können wir das schon machen. Weil wir echt eine arme Wurscht sind. Warum gibt es eigentlich kein Rattenfell? Ratten gibt es genug, dann könnte ich ein bisschen bei meinem Meister Geld verdienen. Na gut, dann wollen wir mal auf. Ups. Ins Getümmel. Hey, hier brummen irgendwelche Fliegen. Nicht, dass hier noch mehr Viehzeug jetzt ist. Das ganze Kaffee hier einsammeln. Wir sind arm, wir brauchen das Geld. Wir müssen hier ein bisschen. Die Drecksarbeit machen. So, ist hier auch noch was? Aber ich muss zurücklaufen, weil sonst verlaufe ich mich. So. Speichern, ja, danke, dass du mir das sagst. Also diese Option finde ich sehr gut, weil so katastrophal wie ich hier zocke, ist Speichern echt lebenswichtig. So. Und dann wollen wir mal. Ja, eine Kanalisation, klar, fliegen. So. Hört ihr Bewohner von Korinis? Ja. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Ork-Angriffs entsprechend vorzubereiten. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes Fingerstruhe zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Das sollte sich ja auch nicht verändert haben, oder? Ich glaube nicht. So. Dann wollen wir mal, wir speichern, bevor wir hier mit ihm da reden. Wie gesagt, ich habe die Diebesgilde nur ein einziges Mal gemacht. Und habe aber, glaube ich, auch nicht alle Blutkelche damals geklaut. Das war mir alles zu anstrengend. Klauen und schleichen und das ist alles immer hey, so. Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen.
Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Attila hat mir einen Schlüssel gegeben. Deshalb bin ich hier. Also, was wollt ihr von mir? Willst du wohl wissen, was? Immer ruhig bleiben. Geh mal zu Cassia, wirst schon erwartet. Okay. Kann ich da reingucken? Hier gibt's ja gar nichts. So. Okay, da hinten ist er. Dann wollen wir mal mit der Dame reden. Wie gesagt, ich bin immer gewohnt, die zu töten. Das ist richtig ungewohnt jetzt, dass ich mit der reden soll. Hey. Wie ich sehe, hast du unser Geschenk bekommen. Ich bin Cassia. Okay, Cassia. Dann erzähl mir mal, warum ich hier bin. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du das Vertrauen einiger Freunde gewonnen hast. Okay. Und wir wollen dir eine Chance bieten. Du kannst uns beitreten. Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Okay. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit rechts runter an der Küste entlang. Dort wirst du deine Antworten finden. Da waren wir schon, meine Liebe. Na gut. Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich dann nicht hier unten verstecken, oder? Nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Immer Regeln, Regeln. Was sind denn die Regeln? Warum muss man immer Regeln beachten? Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Na prima, drittens, einfacher gesagt als getan. Wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Okay. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Was kann ich denn lernen? Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Das ist aber auch Ramirez neu, oder? Ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Und ich kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Hier? Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Ja, jetzt sei mal nicht so. Ja, hier, okay. Okay, ich bin dabei. Gut. Du bekommst eine Gelegenheit, dich zu beweisen. Okay. Wenn du von uns lernen willst, steht dir das frei. Also, Wie muss ich mich beweisen? Dieser störrische alte Alchemist, Constantino, besitzt einen schönen Ring. Aber er braucht ihn gar nicht. Okay. Ich will, dass er meine Hand ziert. So, mal sehen, kannst was mich wir hier bei ihr lernen können. Klar, kein Problem. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist. Zeig mal her. 8 Leben, was 8 LP kostet. Dings und Geschick. Ich will geschickter werden. Zeig mal her. Nee, das ist alles gleich. Gut. 8 Lernpunkte. 8 Lernpunkte. Was ist denn das hier mit der Lautlosigkeit? Das kenne ich überhaupt nicht. Kannst du mir was beibringen? Klar, dir zeige ich das Schleichen sogar umsonst. Was, das zeigst du mir umsonst? 5 Lernpunkte. Du hast gesagt umsonst. Ey, das ist doch... Ich habe ja gerade bloß einen Lernpunkt, oh Gott. So, dann mal gucken hier bei ihm schnell. Das ist ja echt mies. Ihn mag ich eigentlich ganz gerne. Ihn du bist also cool. Dabei. Gut, dann viel Erfolg und immer schön vorsichtig sein. Ach, und noch was. Mir ist egal, wer du da oben bist oder mit wem du da zusammenarbeitest. Hier unten bist du nur einer von uns. Ein Dieb, nicht mehr und nicht weniger. Nenn mich nicht Dieb, ich bin kein Dieb.
Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir nichts beibringen. Du weißt schon alles über Schlösserknacken. Ach so, der war Schlösserknacken, okay. Du musst nur noch geschickter werden. Okay. Gut, dann bist du nutzlos. So, dann wollen wir mal wieder raus hier. Wir müssen uns ja erst beweisen, bevor wir schleichen. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens mit Laris durchgehen und hoffen, dass wir einen Level da aufsteigen. In allen Städten und Landstrichen des Reiches ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Alle ich glaube, ich habe mich verlaufen, oder? Mit sofortiger Wirkung nee. Völlige Verpeilung. So. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hier irgendwo ist der Ausgang. Ja, ja, ich speichere gleich. Raus hier. Ups. So. Bei Skip waren wir schon. Da drüben mit den Varanen, na, das wird gar nichts. Das können wir mal ganz vergessen. So, mal gucken, wo wir hier hochkommen jetzt. Kommst du hier hoch? Nein, natürlich nicht. Irgendwo eine Treppe. Dann schwimmen wir hier in dem ganzen Hafen rum, weil wir keine Treppe finden, oder was? Okay, das ist nicht witzig. Wo ist... Hier, das sieht gut aus. Da, da. Das sieht gut aus. Eieieiei. Konstantinus Ringklauen. Das ist ganz groß. So. Hier, das sieht gut aus. Dann wollen wir mal. Hat man dem Fischer eigentlich schon gesagt, dass der Dings da seine vier Wölfe. Ich erinnere mich gestern an die Suche nach den Wölfen. Gruselig. Okay, aber wir haben hier das das Silber von dem Wirt und den Bogen von unserem Meister. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch gar nicht so schlecht. Mal schauen. Wir müssen uns dann irgendwie mal jetzt da auf den Bauernhöfen da rundherum das ganze Viehzeug killen, dass wir ein bisschen... Ach, Moment, wir gehen erstmal kurz... Ja, wir biegen erstmal kurz hier ab. Wir haben doch gestern den gesehen. Das können wir wohl auch noch gleich machen. Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du es mir. Ach, so sieht's aus. 25 Gold ist nicht die Wenn Welt, Wenn du schaffst, aber... dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstück. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Okay. Wenn ich ihn verprügle, bekomme ich doch Ärger mit der Miliz. Hier im Hafenviertel kümmert sich keiner um Schlägereien. Nur wenn du hier was klaust oder dich an den Schafen vergreifst, bekommst du Ärger. Ich klau ja nicht. Sag mal. Ich werde sehen, was ich machen kann. Noch nicht. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Okay. Ah, da hinten ist er. Da wollten wir hin. Da wollten wir hin. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch gestern das ganze Fleisch gebraten. Jetzt habe ich jetzt ein bisschen was zu essen. Zusätzlich Lebensenergie in Prozent. Okay. Gott. Da wollen wir mal gucken. Ob wir hier was hinkriegen. Wahrscheinlich nicht. Das hier ist mein Zuhause. Aber wenn du meinst, was ich so den ganzen Tag treibe, ich veranstalte Kämpfe. Gut. Du veranstaltest Kämpfe? Jeden Tag von mittags bis abends. Und zwar genau hier. Hinter dem Lagerhaus im Hafenviertel. Trautes Heim, Glück allein. Okay. Na gut, was sind die Regeln? Wie sind die Regeln für den Kampf? Ganz einfach.
Alle normalen Waffen sind erlaubt. Keine Bögen oder Armbrüste und keine Magie. Wir kämpfen, bis einer von uns beiden zu Boden geht. Und sobald einer flach liegt, wird aufgehört. Klar? Wer die Ecke verlässt, ist draußen. Wenn du also abhaust, gewinne ich. Dein Einsatz sind 50 Goldmünzen. Wenn du gewinnst, bekommst du 100 zurück. Wenn nicht, nun ja, dann ist dein Geld futsch. Alles kapiert? Hm. Klar. Na klar. Okay. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Ja. Hier sind sie. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten sind platziert. Bist du bereit? Ja, komm her. Komm her. Dann lass mal sehen, was du kannst. Nichts wahrscheinlich. Gar nicht so übel. Ja. Wir nehmen einfach mal die Kohle. Ja, er meckert ja dann bloß. Also er meckert nicht, aber... Naja gut, er hat jetzt auch bloß einen Stock gehabt. Das ist immer der erste Kampf, ist recht einfach. So. Oh, mein Schädel. Warte mal. Mann, oh Mann, du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Dein Gold hast du dir ja schon genommen. Hättest auch warten können, bis ich es dir gebe. Ich halte mein Wort. Ja, Entschuldigung. Und eine Sache noch. Niemand redet darüber, was hinterm Lagerhaus passiert. Die Milizen lochen hier jeden ein, der sich auch nur die kleinste Sache leistet. Und Kampfwetten sehen die Jungs sicher nicht gerne. Okay. Du wohnst hinterm Lagerhaus? Ist nur vorübergehend. Wenn man so viel Geld hat wie ich, kann man sich eben so einen Luxus leisten. Ich war Ausbilder bei der Armee, hab den Haufen dann aber verlassen, um mein Glück im Abenteuer zu finden. Jetzt bin ich hier in diesem Dreckskaff gelandet. Also das kann ja nicht Meine letzten 100 gehen, Goldstücke sind bei den Stadttorwachen draufgegangen. Also sehe ich zu, dass ich wieder zu Geld komme. Ich musste sogar mein Schwert verkaufen. Wem hast du dein Schwert verkauft? Ich habe es bei einem der Händler auf dem Marktplatz für ein bisschen Krempel eingetauscht. Jora hieß der Kerl. Die Fackeln und das bisschen Fleisch, das er mir gegeben hat, sind schon lange aufgebraucht. Er wird mir das Schwert wohl kaum umsonst geben. Es ist ein altes Schwert. Er wird nicht viel dafür haben wollen. Betrachte das Geld einfach als zusätzlichen Einsatz für den Kampf. Was weißt du über den Krieg mit den Orks? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Der Krieg dauert schon zu lange. Die Landbevölkerung hungert. Überall gibt es Bauernaufstände, die vom König erbarmungslos unterdrückt werden. Aber es sind einfach zu viele. Wenn der Krieg nicht bald endet, wird das Reich auseinanderbrechen. Okay. Kannst du mich ausbilden? Vorausgesetzt, du bringst die nötige Erfahrung mit. Ja, das weiß Klar? ich nicht. Was lernt er denn? Trainier mich im Schwertkampf. Ach so, er macht Einhand. Okay, gut. Nee, das, wir müssen erstmal ein paar Punkte sammeln jetzt. Dass wir ein bisschen besser werden. So. Wo ist denn die? Irgendwie bin ich verwirrt. So. Da ist der mit den Zauberspruchrollen. Aber wir können ja nicht schon wieder Zauberspruchrollen kaufen. So, wir geben erstmal hier ihm das Ding da wieder. Du da. Aber Ignaz war mal auch noch nicht, ne? Ich hab dein Silber. Tatsächlich. Hier, nimm das als Belohnung. Ein ganz besonderes Bier. Es ist mein letztes Fass. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Okay. War das jetzt Leben oder Mana? Was hat denn der für ein Ding gehabt? Ja, das ist Rum. Trink doch den Rum nicht, du Kaschball. Ach, du grüne Neune. Drei Lebensenergie und ein Mana. Ja, das können wir trinken. Okay, das ist in Ordnung. Da kann man nichts verkehrt machen. Nachdem wir ja bei Belia gespendet haben und der uns auch wieder genommen hat, was? So. War mit ihm.
Wir wollten... Wir haben gar keine Fälle, oder? Wir haben ja gar nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so... Was habe ich denn da? Achso, Paket für Skip. Hm. Wo hast du das denn schon wieder her? Aber wir könnten mal gucken. Wir haben ein bisschen Gold, dass wir wenigstens ein paar Dietriche bekommen, oder? Ich habe da meine eigene Meinung. Weil... Er erzählt alles weiter. Ich bin ganz deiner Meinung. Da bist du ja wieder. Sicher. Warum hört er nicht auf mich? Das ist doch kein Geheimnis. Hier, der Bogen. Ich glaube, dieser Bogen gehört dir. Das hat er mein Bogen verdient. Wo hast du ihn gefunden? In einem dunklen Loch voller Ratten. Ja, ich hoffe, du bist nicht in Schwierigkeiten gekommen. Nein. Ich habe sowas schon öfter gemacht. Das hat er wirklich verdient. Na prima. Jedenfalls danke. Ich schulde dir was. Okay. So. Das ist mal wieder typisch. Wir wollten mit Laris gehen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. 14 Uhr, bis wir da ankommen, wird das ganz schön düster sein, oder? Na gut, wir laufen mal los mit Laris. Was soll schon schief gehen? Laris ist eine Kampfsau, der kriegt das hin, der kriegt das hin. Und wenn wir dann in der Nacht wieder da sind, können wir ja versuchen... Ach halt, Dietriche. Ey, was ich nie im Kopf habe, habe ich in die Füße, oder? Wir haben überhaupt keinen Dietrich mehr, oder? 5 haben wir. Okay. Ups. Hey. Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Okay, aber was willst du da? Ich bekam von Nefarius den Auftrag, nach weiteren Ornamenten zu suchen. Eine Stelle, an der ich suchen soll, ist mitten im Wald. Ich verstehe schon. Der ist dir alleine noch zu gefährlich, was? Lach mich Kein nicht Problem. Aus. Sag mir, wann du los willst. Okay, gehen wir. Okay, lass uns gehen. Wohin? Ja, in den dichten Wald im Osten. Ja nicht. Dann wollen wir mal. Folge mir. Gut, dann lassen wir jetzt von ihm alles wegräumen und dann, ist doch nichts Neues. Sind wir vielleicht ein Level weiter? Wo läufst du denn lang? Ich will's ja nicht zum Schweinehirt. Aber in der Nacht könnte man dann zumindest das noch erledigen mit Constantino und hier den anderen da niederhauen, der da immer hämmert. Da hätten wir dann auch zwei Sachen. Gildenlos und wir kriegen nicht so eine schöne Rüstung. Das ist ja mies. Aber da müssten wir eigentlich, könnten wir nochmal mit Wolf reden. Mit dem, na? Wie heißt Aber das? Das Licht war eine Qual für Belia. Ja, sag schon. Die Crawlerplattenrüstung. Was Innos erschuf, wurde von Belia zerstört. Oder kann man den erst ansprechen, wenn man im Minental da war, bei dem Ding da oben. Er redet einfach zu viel. Wer redet zu viel? Und das wird noch viel schlimmer. Hey, diese Drahtschweiber da. So. Mika hat echt den Ork überlebt, ne? Echt Hammer. Na gut. Da wollen wir mal schauen. Dass Laris ein bisschen was zu tun kriegt. Aber auf dem Weg sind dann schon noch genügend Viecher. Aber ich weiß nicht, ob es für einen Levelaufstieg reicht. Schauen wir mal. Er zieht jetzt gar nicht mehr, er wechselt gar nicht mehr seine Rüstung, ne? Er hat immer diese Söldnerrüstung jetzt an. Interessant. Weil normal zieht er ja hier immer die Rüstung des... Ach, siehst du, wir kriegen ja, wenn wir den Ring des Wassers beitragen, noch diese Rüstung. Die dürfte ja dann etwas besser sein als diese Lederrüstung. Das wäre ja dann auch nicht schlecht. Ich bin schon da, Laris. Alles gut. Ups. Hast du dir das mit dem Wald auch gut überlegt? Willst du da wirklich rein? Ja. Ja. Gut, mein Freund. Ah, okay. Dann folge mir. Jetzt, wird's eklig. Stopp, wir speichern. Wenn du sagst, dass es eklig wird, dann speichern wir natürlich. Okay, jetzt hat er es umgezogen. Interessant. Naja, gut. Dann wollen wir mal. Ja, ich bin da, Laris. Alles gut.
Könntest du ein paar Wölfe töten, dass ich meinem Meister ein bisschen Felle geben kann? Oder dass ich ein bisschen Geld verdiene? Ich meine ja nur. So, halt mal an. Hier waren immer... Oder habe ich die alle aufgehoben? Das habe ich alles eingesammelt. Hat sich Laris früher auch so oft umgedreht? Okay. Das hat jetzt aber auch ein bisschen gedauert, bis der den getroffen hat, oder? Loris, die Laris, viel weniger. Die ganzen Pfeile. Was ist denn das? Verrottete Leiche? Was, ich habe die angezündet und krieg XP? Ich meine, ich hatte das gelesen gehabt. Aber, dass es so funktioniert, das wusste ich jetzt auch nicht. 25 XP gibt's, wenn man so eine Leiche anzündet, okay? Ja, ja, ich bin schon da. Mach du nur, Laris. Alles gut. Oh Gott. Ey, der verliert gar kein Leben und ich bin immer sofort hinüber. Warte mal, Laris. Ist da noch eins? Ich lauf mal bloß kurz gucken. Ich sehe nichts. Wo ist er denn jetzt? Da. Oh. Lass mich hier bloß nicht alleine. Warte, 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 hier sind Haufen Pilze. Aber irgendwas tötet er gerade. Was macht er denn? Eines Tages, Laris, bin ich genauso stark wie du. War das bloß einer? Du hast doch noch einen erschossen, oder? Da fehlt mir das Fell, das ist nicht cool. Wo hast du hingeschossen? Boah. Laris, hilf mir! Boah. So, ja, das muss man schamlos ausnutzen hier, dass Laris da das macht. So, geh weiter. Ja, da vorne sind Tiere, mach mal, Laris. Jetzt rennt er in die andere Richtung. Super. Du kannst hier schon töten. Ich sammle hier Kräuter. Was? Ja, speichern, genau. Ich mische mich da mal nicht ein. Wer soll das mal schön machen? So, gut. Ich bin da. Also das war ja vorher schon ganz schön bewachsen hier, das Ding. Aber das ist ja jetzt... Da raschelt irgendwas, Laris. Kümmer dich drum, irgendwas raschelt hier. Ich habe schon Hallos, ich habe echt Hallos. Ups. Oh. Der verliert kein Leben. Das sieht aus, als ob der unsterblich ist. Wenn man das mal so kurz sagen kann. So. Achso, wir sind schon da. Entschuldigung. Ich denke, warum steht er denn jetzt da rum? So, da wollen wir mal gucken. Aber wir heben hier alles auf. Was hier so ist. Da waren eigentlich immer so ein bisschen Snapperkraut, glaube ich. Das sage ich doch. War hier nicht auch noch so eine alte Tafel? Oder ein Kronstöckel? Ich habe immer noch nicht gespeichert, oder? Ich werde gleich so auf die Mütze kriegen, weil ich wieder
völlig verpeilt durch die Gegend laufe. So. Ah doch, siehst du, Grünsteckel, das... Ah, Lebensende. Achso, wir müssen ja die Sprache der Bauer erstmal lernen. Ich höre irgendwas, was mir nicht gefällt. So. Ich muss mal gucken, wo Laris ist, dass ich die Orientierung nicht verliere. Dass ich den komischen Wächter zu ihm hinlocken kann. Da steht Laris, okay. Dann machen wir erst, wenn wir dann einen Schalter finden. Ah, hier. Hopp. Oh, halt. Da. Heilkraut. So. Und dann nehmen wir den da drüben. Und dann speichern wir. Ah. Upsala. So. Und wenn wir dann da sind, dann können wir... Wo ist Laris? Da runterrennen. Gut. Das ist der Plan. Irgendwie. So. Ist hier noch irgendwas? Was? Vonnöten? Nein! Ah. Laris! Hilf mir! Aber mit deinem Ding kommst du da nicht klar. Mach mal irgendwas. Oh, das hat direkt für einen Stufenaufstieg gereicht. So, den Rest wirst du hoffentlich alleine schaffen. Nee, wahrscheinlich nicht. So, das hat sich ja gut ausgegangen, ne? Hier war irgendwo noch Snapperkraut. Und es hat tatsächlich für einen Stufenaufstieg gereicht. So. Ich sag's euch, wir sind zu schwach für das, was da hinten ist. Aber wir probieren es wenigstens einmal. So. Was haben wir da? Wölfe? Besser als gestern. Aber nichtsdestotrotz, da drüben müssten die Waage sein. Da sind völlig. Nein, 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 nein. Wir laufen mal schön Laris hinterher. Ja, ich speichere. Ist gut. Ich habe. Fast habe ich es vergessen. So. Level 7. Aber da kommen wir genau nachts in der Stadt an und dann könnten wir das ja versuchen mit dem, na, mit dem Fellern und mit Constantino. So, wir schlagen uns hier nicht in die Büsche, das sage ich euch. Aber ist das nicht die Abzweigung, wo es zu Sagitta geht? Nee, ne? Nee, das ist da, wo... Entschuldigung. Ich hatte die ganzen Tage im Auto links und rechts die Fenster auf und habe einen vollen Durchzug gehabt. Und habe mir jetzt, glaube ich, ein bisschen was... Hallo? Ist hier jemand? Ein bisschen Husten zugezogen, so ein Mist. Taverne. Leuchtturm. Das kann ich vergessen. Aber wie gesagt, das mit den Leichtverbrennen, das hatte ich gelesen. Und sind wir hier überhaupt richtig? Ja, sieht gut aus. Nee, für Taschendiebstahl sind wir auch nur zu schlecht. Ich glaube, da braucht man 30 Geschick für als Minimum, oder? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Wären also jetzt auch verschwendete Lernpunkte. So.
Das Gute ist, dass man jetzt irgendwie die Schlafoption hat, dass man sagen kann, man schläft bis Mitternacht oder bis späten Abend oder so. Und man muss dann nicht da immer mehr in der Stadt rumstehen, bis dann die Zeit so rumgelaufen ist. Ja. Das werden wir mich jetzt machen, so bis Mitternacht. Dann sollte Konstantino auch ins Bett gehen. Und dann können wir ja versuchen, die Kiste zu plündern. Wie war jetzt das? Nee. Nein. Willst du mir jetzt sagen, dass man... Oh, Straight war doch immer Schleichen, oder? Muss ich jetzt das verdammte Schleichen lernen, um bei Konstantino ranzukommen, oder? Oh nee, jetzt echt. Konnte Kavalan uns das lernen? Warte mal. Leere Außenwelt. Kavalan kann uns Schleichen lernen. Dann lauf mal halt zu Kavalan. Das ist ja mies. Weil sonst kommen wir ja nicht da. Wir können ja nicht so da reintappen. Dann erkennt. Geht ja gar nicht. Das will doch keiner wissen. Ach. Naja, gut, später fürs obere Viertel brauchen wir ja sowieso Schleichen. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Zwischen Innos und Belia. Ich habe so einiges gehört. Das darfst du keinem erzählen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Mal kurz gucken. Dann müssen wir jetzt mal schnell zu Kavalan flitzen, das hilft alles nichts. Hier oben sind noch so ein paar Feldräuber, da könnten wir uns vielleicht noch ranwagen. Todesmutig. Hier auf dem Weg sollte nichts gespawnt sein, oder? Naja, mal gucken. Hier hat man eigentlich alles aus dem Weg geräumt, oder? So. Da grunzt irgendwas. Ich habe nicht gespeichert. Willst du mich jetzt echt verarschen? Mach den Goblin hinüber. Ich habe nicht gespeichert. Warum steht der denn da noch rum? Du hast nichts? Okay. Okay, da sind auch noch Wölfe. Irgendwie habe ich hier... Ach, ich bin ja gleich zu Lobards Hof gegangen, ne? Und hab ja... Ach ja. Okay. Das ist natürlich... Na gut, dann heilen wir uns und speichern. So, machen wir das so. Ist ja nicht weiter schlimm. Junger Wolf. Wie war das näher ran? Komm her, Timing. Okay. Ja, ganz gut funktioniert. Okay, das sind junge Wölfe. Ich brauche mich jetzt gar nicht mit... was war das denn jetzt hier wieder für eine Abkreuzung? Hier war da irgend so ein Straßenschild. Wo geht's da hin? Stand hier nicht gestern ein Straßenschild? Na gut. Nichtsdestotrotz, Kavalan muss da vorne irgendwo sein. Okay, schauen wir mal. Ich will schleichen lernen, Kavalan. Komm, ich habe ein paar Lernpunkte.
Mach's nicht so teuer. Was war das bei Cassia? 5 Lernpunkte oder was war das? Ich hab's vergessen. Mal gucken. Ja, dann können wir das mit Constantino versuchen. So, ach, hier war das andere Schild. Und wo führte das hin? Zur Gefängniskolle. Also man könnte von hier praktisch auch zum Minental. Naja, dafür sind wir noch viel zu schwach. Wir sterben sowieso an jeder Ecke. Moment, wo ist Cavallon denn jetzt? Hallo? Warum können die NPCs nicht da sein, wo sie immer sind? Ist das mies jetzt? Hat er sich da in der Höhle niedergelassen, wo die Banditen waren? Sehr seltsam. Oh, da muss der echt aufpassen, ne? Wenn die NPCs auf einmal weg sind und nicht mehr da sind, wo sie sonst waren. Lass uns mal gucken. Ob der... Aber der ist doch aus der Höhle rausgegangen, oder? Oder ist der in der Höhle geblieben? Ich weiß es nicht. Das ist ja jetzt mies. Oder ist er in der Stadt? Oh, echt jetzt? Cavallon, tu mir das nicht an. Das ist doch völliger Blödsinn. Ich renne hier kreuz und quer, weil ich dich suche. Da lang. Dann laufen wir den ganzen Weg wieder zurück, weil wir sonst nichts zu tun haben. Wo treibt er sich denn rum? Das ist sehr, sehr mysteriös. Wir müssen sowieso noch mal mit Watras reden. Wir haben immer noch nicht das mit dem Waffenhändler. Haben wir das schon gekriegt mit dem Waffenhändler? Hey, wir haben so viele Quests, dass ich nicht mehr weiß. Die Vermissten. Steckbriefe, Banditen. Nee, das mit dem Waffenhändler haben wir noch nicht. Da müssen wir nochmal ordentlich mit, Innos. Ich kann's immer noch nicht begreifen, dass Innos sagt, unbedeutend. Nee, geh weg! Der kann uns nicht leiden, unbedeutend. Pff. Wo ich so ein Innos-Fan bin. Aber nee. So. Ja, wo soll denn Cavallon sonst noch sein? Ins Minental ist er ja nicht gegangen. Das sollen wir ja machen. Das ist ja jetzt doof. Ich muss nachdenken. Ein bisschen. Dann wollen wir mal schauen. So. Mal gucken, ob der bei... Will ja keiner hören. Ja, wenn nicht, dann müssen wir halt zu Cassia runter. Wenn er das nicht sieht, das hilft ja nichts. Von mir hatte das so. Valentino. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so war das Meer. Also das ist echt mysteriös. Und das Meer gab das Land frei. Ja. Erzähl mir etwas über... Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Natürlich. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Okay. Wo sind die anderen Wassermagier? Ah, ja, sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen.
Na, erzähl mal, erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Hm. Und was genau? Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Okay. Na gut. Geht's auch etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinis versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Ich werde mir Mühe geben. Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Okay. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Okay. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Das kannst du auch sagen. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Ich habe das irgendwie noch nie benutzt. Ein Irrlicht in einem Amulett? Aber gut, bei dem bewachsenen Gras jetzt, dann wäre das ja gar nicht so schlecht, Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz dieser Welt gebunden. Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Diesen bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr zu helfen. Du solltest ihnen besser aus dem Weg gehen. Es wird dunkel. Wir wollten schleichen lernen. Die Nacht ist gleich vorbei und wir haben immer noch nicht schleichen gelernt. Okay. Kann das Irrlicht noch mehr? Mehr als nach Nahkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Riordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Er ist einer von uns und zurzeit mit Saturas unterwegs. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Na gut, ich werde darauf achten. Danke, ich werde gut darauf achten. Was hast du denn hier noch? Magie? Nee, wir wollen das nicht. Wir brauchen eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe, genau. Eine Fackel. Habe ich jetzt keine Fackeln mehr? Ah doch, hier, da. So. Die wird wahrscheinlich, wenn wir in das Hafenbecken runterhüpfen, auch ausgehen. Es regnet das auch noch. Ist das ein mieses Wetter. Ah ne, ist ein Bürger. Es kann ja sein, dass uns Kavalon noch irgendwo über den Weg läuft. Der muss ja irgendwo sein, das gibt's doch nicht. Das verwirrt mich jetzt völlig. Da hätten wir ja auch gleich runter zu Cassia können.
Moin, Gor, na, alles gut? Das liegt doch auf der Hand. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Wie du siehst, ich war völlig verzweifelt gerade. Ich suche Kavalon und der steht nicht mehr da, wo er ursprünglich steht. Ich finde den nicht. Ich will schleichen lernen, dass ich in die Diebesgilde komme. So, jetzt müssen wir da wieder... Oh, bei mir ist alles gut. Na gut, wir haben extremen Ostwind momentan. Und das hat ganz schön abgekühlt. Ich glaube, wir haben so 24 Grad und immer eine kühle Brise. Ups. Dadurch ist das... würdest du bitte aufsteigen? Ich sehe nichts. Oh, bitte Held. Ich glaube, ich sterbe. Würdest du bitte... Okay, das war jetzt aber auf dem letzten Drücker. Verdammt, blöde Tasten. Ach so, Bartok. Na, jetzt bin ich schon ins Wasser gehüpft. Oh, verdammt. Und das alles im Dunkeln. Oh. Stimmt, mit Bartok war doch auch irgendwas. Okay. Ah, Dachgeschosswohnung, oder? Hm. Ich bin irgendwo gegengerannt. Ja, ich habe das Glück, wobei im Winter ist das echt Pech, weil das ist hier so ein Altbau, gehört eins zu den ersten Häusern in dieser Ortschaft. Und das ist alles nur Backstein, das ist nicht isoliert und nix. Und ich habe die ganze Seite, Ostseite, drei Räume. Und somit habe ich halt, ach Gott, ich habe mich verlaufen. Habe ich also immer eine kühle Brise. Und jetzt habe ich da vorhin mal einen Durchzug gehabt. Hey. Ach nee, das war Taschendiebstahl. Schleichen war der andere. Wo ist er denn jetzt? Ach hier, du da. Ja, im Winter ist das schon echt mies, weil du kriegst die Bude nicht mehr warm, dann weißt du. Schleichen ist unabdingbar für jeden Dieb. Mhm. Vor allem, wenn du in fremden Häusern unterwegs bist. Hüte dich davor, einfach so reinzuspazieren. Im Sommer ist es zwar, wenn du Wind hast, angenehm, aber im Winter nur wenn du kannst alles auf 5 aufdrehen und kriegst die Hütte nicht mehr warm. Du kannst ungehindert arbeiten. Okay, so. 5 LP. Damit kann ich ja noch leben. Ich habe gedacht, das kostet 10. So, könnten wir bitte unsere Fackel wieder haben? Ich sehe hier nichts. Oh. Da lang. Ja, ich will jetzt in der Nacht will ich Fellern umkloppen und ich will den Ring von um unerlaubtes Eindringen zu verhindern und den Ring von Constantino klauen. Ob das so funktioniert, das weiß ich jetzt zwar gerade nicht, aber wir werden das probieren. Ja, wir haben hier Gasheizung und ja, das geht eigentlich. Du musst ja sagen, ich habe knapp 100 Quadratmeter in diesem Altbau. So. Jetzt müssen wir wieder, wo war denn der Aufgang? Das ist ja alles. Nein, da nicht. Was zu nutzen? Moment, ich suche den Aufgang hier. So. Jetzt haben wir es. Was? Nord Stream 2? Was ist das? Könntest du bitte nochmal die Fackel... Ja, wenn ich klauen will, ist die Fackel natürlich auch kontraproduktiv, oder? Ich hänge fest. Bitte, tu mir das nicht an. Danke. So. Da lang. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Was ist denn Martin? Mit Martin können wir, wenn wir hier sind, können wir auch gleich mit Martin reden. Das wäre doch gar nicht so schlecht, oder? Wirklich nicht vergeben. Okay, du kannst da nicht hochspringen. Also weißt du, stell dich nicht so an. War genauso wie du sagst. Mal gucken, Martin. Das wird sich nie ändern. Oder ist der nachts nicht da? Jetzt weiß ich es gar nicht. Doch, doch, doch. Nicht.
So. Hier, Waffen. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach, so ist das. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden. Ich habe kein Mumm. Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Moin, Sie. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Okay. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Oh, da ist der Meisterdegen. Da ist er. Der braucht nur 60 Geschick. 2400, du bist ja nicht ganz dicht. Wir gucken mal, ob wir... Kriegen wir vielleicht eine 85 Stärke. Wir sind einfach nur zu schwach. Mir brauchst du das nicht zu sagen. 70 Stärke. Davon kann ich träumen momentan. Nein, den Ork schlechter weigere ich mich zu verkaufen. Never ever. Was siehst du, wir haben doch hier schon so ein Schwert. Na gut, okay. Rostige Schwerter. Das gibt ja alles kein Geld. Das ist ja alles frustrierend. Na, dann ist doch alles gut, wenn du gerade ein bisschen Nahrungsaufnahme nimmst. Hast du das denn schon wieder her? Ja, Gothic 3 haben wir ja schon durchgespielt, Gor. Das machen wir ja im Anschluss nicht mehr. Das ist also egal. Den können wir gut und gerne, aber ich will den nicht verkaufen. So, wo ist denn der irre Fellern hier? Lass uns erstmal suchen. Mal gucken und speichern. Nein, hier nicht. Probleme habe ich kommen. Wasserbecken. Das war doch seine Idee. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Hier lang, oder? So. Da, er hämmert. Haben wir denn hier noch viele Bürger? Oh, da stehen auch noch etliche. Könnt ihr alle ins Bett gehen? Hey, du. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Warum hämmerst du? Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt, mein Haus wieder dicht zu kriegen. Während der letzten Regenfälle ist das ganze Gebälk völlig morsch geworden. Bald wird hier alles zusammenbrechen. Okay, ich muss erstmal speichern. Weil sonst kriege ich, wahrscheinlich kriege ich von so einem Hämpfling jetzt richtig auf die Nase. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Also ich habe mal geguckt, so viel zu finden war es nicht. Also Rüstung wäre die Crawlerplatten-Rüstung die einzige. Mir geht es besser. Und noch eine Erzrüstung, wahrscheinlich in Zardas alten Turm. Es soll schwieriger sein, weil du ja keine, die Gildenquests fehlen dir ja dann. Haben wir jetzt gespeichert? Hey, du. Das ist doch lange bekannt. Hier. Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Er muss das und als Gildenloser kann man, glaube ich, bei Xardas im dritten Kapitel noch Magie lernen. Da lernt er noch was. Aber wir wollten ja eigentlich ein Hau drauf spielen. Aber man kann scheinbar dann so ein Hybrid spielen, ob man dann natürlich genügend Punkte zusammenkriegt, Lernpunkte. Lass es lieber bleiben, sonst hämmere ich mal ein bisschen auf dir rum. Er arbeitet auf den ganzen Tag. Nicht den Bogen, um Gottes Willen. Von mir erfährt keiner was. Das wirst du bereuen. So. Gib mir meine Fackel wieder. Gehört. So. Das Schwert nehme ich mal lieber an mich. Gucken, ob das. Hat keiner gesehen, oder? Ja, genau. So. Aber hey, wir haben nicht so viel Leben verloren. So, hörst jetzt auf.
Okay, du hast mich geschlagen. Das war ja eine richtige Heldentat. Hörst du jetzt mit dem Hämmern auf oder muss ich dich nochmal verprügeln? Nein, nicht mehr schlagen. Ich hör auf. Aber du bist schuld, wenn hier alles zusammenbricht. Das ist mal wieder typisch. Ja, dann musst du dir eine neue Hütte bauen. Ist mir egal. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, mit der Mod bin ich mir dann nicht so sicher, ob das so ganz egal ist. Das ist ja doch alles ein bisschen tricky hier. Das war ja so mein Ding, weißt du, dass ich hier die alle ein bisschen verkloppe im Hafenviertel, damit ich ein bisschen XP bekomme und aufsteigen kann. Ich habe so einiges gehört. Nicht hüpfen. Ich habe da meine eigene Meinung. Willst du mich jetzt verkackeiern? Ich suche gerade. Die Schleichentaste war doch immer die Straight-Taste, oder? Willst du mich jetzt echt trollen? Einstellung. Nein. Warum kann man denn hier nicht, ach doch, hier Tastatur, hier steht's ja irgendwo. Steuerung, oh Gott. X ist es hier. Ah ja, okay, ich hab's gerade gesehen, danke. Ach, ich glaube, bei Gothic 3 war das straight. Okay, ist ja gut. Das weißt doch inzwischen. Okay, so. Wo hast du das denn schon wieder? Das kann ja nur schief gehen, hier bei denen was zu klauen. Schlimme Zeiten sind das. Liegt der schon im Bett? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Okay, wir speichern mal. So. Könntest du die Fackel ausmachen? Das ist doch so auffällig. Ja, wir können doch hier nicht mit der Fackel rumlaufen. Ich glaube da nicht dran. Ich habe mir das schon gedacht. So, jetzt. Das ist ja schrecklich. Ich weiß gar nicht, wo hat denn der seine Kiste? Ich weiß das gar nicht mehr. Mein Mann sieht das anders. Boah. Die steht, glaube ich, genau neben seinem Bett, oder? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das kann nur schief gehen. Das kann nur schief gehen. Ach, auch noch Schlösser knacken. Er hat auf die falschen Leute gehört. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Nein! Das jemals ändern. Oh Gott! Das war keine große Sache. Ich wäre mir da nicht so sicher. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Und alles nur für so einen blöden Ring, oder? Oh, Ausgang bitte. Nicht, das hast du nicht gewusst. Na gut, okay. Das habe ich schon immer gesagt. Dafür, dass ich diese Quest irgendwann mal vor 10 Jahren das letzte Mal gemacht habe, hat das ja irgendwie funktioniert. So. Ach, erzähl mir. Wir haben den Irren erledigt und wir haben die Quest erledigt. Können wir jetzt bitte von Cassia den Schlüssel haben zum Hotel? Ich will nicht laufend ins Wasser hüpfen. So. Die Probleme habe ich. Ich habe was anderes gehört. Reges. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wo ist denn Saturas? Das ist ja komisch, ne? Saturas ist jetzt nachts auch nicht mehr da. Und Kavalon ist auch verschwunden. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der? Jetzt bin ich aber echt neugierig. Normal ist Saturas hier immer beim Beten. Also, das, die Mod tut da schon einiges. Ah, der liegt wohl da hinten. Okay. Oh ja, gut, okay. Wenn er da dein Plätzchen gefunden hast. Ja, da hinten in dem Raum da, in dem Haus da drin. Aber es ist halt ungewohnt, weißt du, wenn du immer weißt, die Charaktere sind an dem und dem Punkt. Und dann auf einmal sind sie nicht mehr da. So. Was haben wir denn für Aufgabe? Also, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Mit freundlichen Grüßen. Ja, der Söldnerhof, ja. Pff. Ja, alles gut. Wir werden das irgendwie alles hinkriegen. So. Dann holen wir uns jetzt aber den Schlüssel hier. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja, das weiß ich auch nicht, warum du dich kümmern sollst. Lernt er eigentlich in der Früh um 5 noch hier das... Warte mal. Wie spät ist es denn? Alles ist ja erst 23 Uhr. Na gut. Hier das, die 2%... Willst du jetzt sagen, dass die Fackel ausgegangen ist, weil ich gehüpft bin?
Nein! Oh Gott. Was? Na gut. So, bitte weiter. Das weiß ich gar nicht. Kann man jetzt eigentlich hier in Attilas Haus rein? Man hat doch den Schlüssel von ihm bekommen, oder? Lässt sich nichts machen, okay. So. Würdest du bitte nach oben gehen? So, ich und die Tasten. Na gut. Zumindest haben wir jetzt den Einstieg in diese komische Diebesgilde geschafft. Und schon ein Stück weiter gekommen. Wo ich echt zu blöd bin zum Klauen. Was? Naja. Ich weiß gar nicht, was die Diebesgilde für Quests hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, irgendwas mit Kelche sollte man suchen. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, was die questmäßig haben. So, du da. Ich hab was anderes gehört. Steh auf, jetzt ist keine Zeit zum Schlafen. Sextant suchen, okay. Ja, hier, nimm den Ring. Ich habe Konstantinos Ring. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Du hast deine Aufnahme bei uns bestanden. Jetzt gehörst du wirklich zu uns. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet die Tür zum Hotel. Da musst du nicht immer schwimmen. Na Gott sei Dank. Weiterhin sollst du wissen, dass wir ein Erkennungszeichen haben. Ein bestimmtes Kopfnicken. Mhm. Okay. Genau. Wenn du mit den richtigen Leuten sprichst und das Zeichen machst, werden sie wissen, dass du zu uns gehörst. Was hast du, einen Job für mich? Hast du einen Job für mich? Ja. Blutkelche. Es gibt eine Reihe Kelche, die zusammengehören. 6 Stück an der Zahl. Sie wurden einst von König Roba auf einem Feldzug erbeutet. Aber er hat dafür viele Männer geopfert. Deshalb werden sie Blutkelche genannt. Jeder Kelch allein ist nicht von großem Wert. Aber wenn sie vollständig sind, bekommen wir ein hübsches Sümmchen dafür. Wo sind diese Kelche? Die Quest habe ich noch nie gemacht. Also ich habe keine Ahnung, wer die hat. Die Großhändler im oberen Viertel besitzen sie. Bringen sie mir. Ich versuche derweil, einen Käufer aufzutreiben. Was springt für mich dabei raus? Entweder die Hälfte vom Gewinn oder du kannst ein besonderes Stück aus meiner Beute wählen. Taschendiebstahl geschickter. Wir brauchen 4.000, um aufzusteigen. Wir müssen jetzt echt mal was töten. Es hilft alles nichts. So, hier, glaube ich, ist der Ausgang, oder? Ja. Wir müssen uns daran machen, irgendwas zu töten. Irgendwas. Na gut. So. Hört sich gut an, oder? Hup. Was denn jetzt? Sieh an. Wo kommst du denn her, hm? Ja. Ich weiß. Du brauchst mir nichts zu sagen, ich weiß alles. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Sehe ich so aus, oder was? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen. Hört sich das so komisch an, wenn ich das so sage? Aber es entspricht doch der Wahrheit, oder? Sonst steigen mir doch keine Level auf, wenn mir hier... Das ist eine schlimme Sache. Ja, ja, zu weit weg hier, bitte. Das ist ja schrecklich. So. Das ist doch alles nur Gerede. Das Gute ist ja, dass wir das im Spiel sagen dürfen. Stell dir mal vor, ich laufe draußen auf der Straße rum und sage, ich muss jetzt echt mal was töten. Dann sperren sie mich ja gleich weg. So. Wir geben das noch hier ab bei dem Hämmerer. Was ist, Bartok wäre da gewesen. Mit Abujin haben wir auch noch nicht geredet. Haben wir denn überhaupt ein bisschen Geld? Ich glaube, die erste Weissagung ist nicht so teuer, ne? Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Ach, nun, ja. Groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinem bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Okay. Wer bist du?
Mein Name ist Abu Djinn ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Okay. Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Sinfonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Ah, er war das mit Honigtabak, ne? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Nein. Woher bekomme ich Apfeltabak? Zwei Portionen gebe ich dir. Magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst? Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Okay. Kannst du mir eine Weissagung geben? Das war ja eigentlich, was wir wollten. Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Na dann, mach mal. Ja, erzähl genau, ich weiß irgendwie. Aber dann müssen wir ja, Sagitta, dann müssen wir ja da hoch ich werde zu dem mich Troll. Nur in Trance begeben. Wie soll denn das funktionieren? Ja, ich bin bereit. Orks, sie bewachen einen Zugang, ein alter Stollen, das Tal der Minen, Männer mit strahlenden Rüstungen. Ein Magier, dein Freund ist bei ihnen, er wartet auf dich. Feuer, ein Angriff, ein mächtiges Wesen, die Flammen, viele werden sterben. Was ist das? Ich weiß schon. Ruinen. Aber wir müssen ja erstmal den Weg zum Troll schaffen. Das ist ja das größere Problem. Verhotronen Jakendar. Tut mir leid. Die Vision ist vorüber. Weißt du, der Weg dahin ist ja das Problem. Dass man sich davor das Ding mopsen kann, das ist kein Problem. Aber Anordnung des ehrenwerten ergeht folgender Erlass. Wo ist denn jetzt der Hämmerer? Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung. Wir sind ja nur mit Laris bis zu den Ruinen gelaufen, wo die Wassermagier sind. Aber wir müssen ja den ganzen Weg da noch hochlaufen. So, wo ist denn? Ach, hier ist er doch schon. Hier, du da. Na? Fellan wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Bei Ignaz waren wir auch noch nicht. Kein Hämmern mehr. Endlich. Müssen wir auch mal reinschauen. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. 30 weißt du was? Goldstücke. Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Ja. Kann man eigentlich tun, ja. Aber... Das darfst du keinem erzählen. Wir waren uns ja gerade einig, wir müssen was töten, damit wir irgendwie mal aufleveln. Wir können doch nicht vor allem davonlaufen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt sagen, wir spielen gildenlos, dann ist es ja eigentlich so, dass wir ja irgendwie schauen müssen, dass wir Punkte bekommen. Ich meine, gut, wir müssen ja noch die Aufnahmequests bei den Söldnern machen wir aber schon. Aber das Licht war eine Qual für Belia. Aber wir treten alles, halt da nicht bei. Wenn wir dann stark genug sind und Rott uns nicht immer auf die Schnauze haut. Er sollte lieber den Mund halten. Ach siehste, wir haben die Quest immer noch mit, wie heißt er denn? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe, wie heißt er denn? Greg, der Pirat. Aber in der Höhle sind auch so viele Goblins und die Goblins sind so böse zu mir. Weißt du, wie schwer das Ding hier ist? Das ist kein Zuckerschlecken hier. Echt nicht. Wir haben immer noch diesen kurzen Zahnstocher. Ich will mal ein Schwert mit mehr Reichweite haben. Die hüpfen mir hier alle ins Knick rein. Lass doch mal gucken. Na gut, nah genug mit dem Bogen, aber ach, wir treffen ja auch nichts.
Nee, das hätte ich überhaupt nicht überlebt. Auf Hardcore steht da, dass es dann weniger XP-Prozente gibt oder irgendwas. Dass das dann nur so prozentual berechnet wird. Und auf schwer auch. Also, da gibt es dann scheinbar noch ein paar andere Optionen. Aber... Hallöchen, Franken. Aber, ich bin ja hier schon auf dem Level hier Nacht der Raben bedient. Aber wie gesagt, als Noob so leicht wollte ich ja jetzt auch nicht spielen. Wobei, nur um eigentlich die Welt jetzt so kennenzulernen, wäre es ja auch okay gewesen, oder? Aber leicht ist dann doch peinlich. Irgendwie. Na gut, schauen wir mal. Was, ja, Greg sitzt ja da noch. Wir gehen mal da runter und gucken mal, ob wir einen von den Goblins irgendwie treffen oder so. Und mal gucken. Ich sag ja, das ist wirklich noobig. Das ist... Aber... Wo steht da? Ich hab's hier schon... Wo war denn die Höhle? Da sitzt er... So. Nee, da lang, oder? Oh. Na, wir können ja mal hier gucken. Wir können ja mal speichern und hier gucken. Ich hoffe, es geht gut, Franken. Was, Franken? Aul, Walia? Darf ich Franken sagen? Ich kürze das nochmal ein bisschen ab. So. Oh, das sind aber ganz schön viele. Kann da nicht nur einer kommen? Das ist eine ganze Horde. Hä? Kann ich bitte... Das stört die gar nicht. Feierabend, das ist schön. Ich habe Nachtschicht. Bei mir geht es erst nachher los. Oh. Mal sehen. Da triffst du überhaupt nichts. Okay, das war Nummer 1. Bitte anstellen. Der nächste bitte. Ja, komm her. Na komm. Warum müssen die denn immer noch auf mit Rumhauen hacken? So, der nächste bitte. Ist das eine blöde Taktik? Und da sind wir ja morgen noch nicht fertig mit den Scavengern. Ha! Warum treffe ich nichts? Ja, das aber mit dem Bogen, das ist ja... Da sind wir ja... Ich meine, ich will ja sowieso Geschick skillen, weil ich glaube, um alle zu beklauen, musst du 120 Geschick haben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also ist ja Ziel, dass wir sowieso... Und dann sollten wir das mit dem Bogen ja auch noch ein bisschen besser hinkriegen. Aber ey, wir haben bei den ganzen... Seid doch nicht so. Ich gebe mir doch Mühe. So, Bauer. Hatten wir eigentlich die Wölfe da unten getötet oder da laufen die auch noch da rum? Oder hatten wir das schon erledigt? Ich glaube, die Wölfe hatten wir gestern schon erledigt, oder? Moment. Die Goblins, die hauen uns eins über die Rübe und dann sind wir hinüber. Wollen wir ein bisschen heilen, ganz schnell. Ja, speichern auch, aber erst schnell heilen. So, jetzt wäre ich soweit. 10 Leben, 2% Lebensenergie, okay, na gut. So, nein, nicht da. Geh mal hier hin. So, dann schauen wir mal. Puh. Ah, siehst du, da oben sagt schon, speichern. So, ich hasse Goblins. Ich hasse Goblins. Komm mal her, ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Oh. Gott, wie viele sind denn das? Komm her hier. Autsch. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Pfeile.
Komm mal ran hier. Nee, da kommt ein Schwarzer. Das. Ah! Nein, nein, nein. Oh. Ey, wenn die von allen Seiten kommen, ist das aber eine miese Geschichte. Hau ab. Ich mach gar keinen Schaden. Geh weg, geh weg. Nein, nein. Ja, das ist ein sehr schönes Spiel. Wenn man. Nein, lauf doch weiter. Nein, 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 nein. Weißt du, was ich noch gelesen habe, Sira? Warum der so langsam läuft? Wenn er zu wenig HP hat, wird er so langsam. Ich lieg im Dreck. Ich finde das nicht witzig. Nein, ich will das nicht. Geh weg. Jetzt hätten wir fast nochmal von vorne gestartet. Ja, Frank, du musst dir denken, ich spiele normalerweise immer nur Magier. Waffen ist so in dem Spiel nicht mein Ding. Demzufolge siehst du hier die völlige Katastrophe. Nur so zur Info. Ich habe gerade gespeichert. So, nochmal. Haben wir nicht ein paar Zauber? Können wir ein bisschen zaubern? Hier, erstmal den. Das sind ja zwei, deswegen. Denk dir nichts, ich spiele das Spiel seit Release, also das erste seit 2001 und alle Nachfolger. Und spiele wirklich fast ausschließlich einen Magier. Und dann verwechsel ich immer die Tasten beim Hin- und Herschlagen, weißt du? mit dem Schwert oder so. Deswegen ist das immer so eine mittlere Katastrophe. Also das Chaos ist hier vorprogrammiert. Ich finde das so albern mit dem Bogen. So, jetzt mal erstmal hier um die Ecke gucken. Hallo? Schwarzer Goblin ist aber echt... Mit den ganzen Kräutern sieht man ja auch nichts. Warum müssen denn die Höhlen so bewachsen sein? Du Mistviech, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Treff ihn. Ja, gut. Ja. Ich glaube, die erste Seite haben wir fertig. Wir sind zwar halb tot, aber... Ach, der hat diese Innenstatue von diesem Feuermagier, oder? Ach Gott. Ja, wie gesagt, wir müssen einfach was töten, damit wir überhaupt mal aufleveln können. Sonst kommen wir ja nicht vorwärts. Das ist ja so ein Kreislauf, ne? So ein ewiger. Wenn du nicht levelst, dann... 60 Pfeile haben wir noch, das ist interessant. Wenn wir 20 Pfeile für einen Goblin brauchen... Ja, aber die sind alle... Die machen uns alle Aua. Die bringen uns alle um. Wir schaffen es ja nicht mal Rott da, der da auf uns einprügelt mit seinen Füßen, ohne schwer zu besiegen. Lieber das kriegen wir hin. Also ich zumindest nicht. So. Die andere Seite jetzt dann bitte. Alles klar, Sira. Danke fürs Vorbeischauen. Wenn wir uns nicht mehr sehen, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub, ne? Genieß die Zeit dann. Falls wir uns nicht mehr sehen. So. Ja, die Prüfung will man nicht mit in Urlaub nehmen. So. Wir probieren das nochmal. Jetzt. Da sind ein paar mehr, oder? Da sind schon ein paar mehr. Kann mal einer herkommen? Ich schieße dich mal an. Ich treffe nicht. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Das ist aber auch so. So. Warum kommt ihr hier als Horde, verdammt nochmal? Trifft doch! Treffen, treffen, treffen!
weglaufen, weglaufen. Treffen, treffen, weglaufen, weglaufen, alles klar. Als Magier tue ich dir nochmal raus, locken zu Greg, aber dann kriegen wir keine XP und wir brauchen die XP. Gildenlos, da brauchen wir auf alle Fälle die XP. So, nochmal. Wir werden jetzt den hier, Moment. Da, leichte Wunden heilen nicht. Schlaf auch nicht, Eisblock. Was, wir haben keinen Zauber mehr, das ist ja richtig mies. Ich dachte, hatten wir keinen Zauber gekauft? Oh nee, echt jetzt? Das hatte ich so schön gedacht, wir können den mit einem Zauber 1 überbraten. Auch nicht. So. Todesmut. Warum trifft er auf die Entfernung nicht? Das gibt's doch nicht. Man kann doch nicht da genau an den Gegner rangehen. So. Oh. Lauf einfach mal weg jetzt hier. Ups. Taktik. Ja, vielleicht gibt mal irgendeiner auf. So, ich sehe ihn nicht. So, ja, speichern, danke für den Hinweis. Wie viel sind denn noch in dieser verdammten Höhle? Ich weiß, das war eine ganze Menge. Oh, da sind ja noch welche. Oh Gott, ich laufe hier so putzmunter rum. Ich dachte, ich habe alle getötet. Stehen die immer noch da? Na, Moment, Moment. So. Jetzt hauen sie wieder ab. Komm her hier, du kleiner Wicht. Los. Ja, jetzt beweg dich. Der macht mich platt. Schwarzer Goblin. Hatten wir uns nicht geheilt? Waren wir schon halbtot? Ich glaube, wir waren schon halbtot, oder? Gott, oh Gott. Ich glaube, wir waren halbtot. Ja, wir sind halbtot. Okay, das erklärt dann, warum wir sofort gestorben sind. Wartet's ab, wenn wir übermächtig sind. Dann ist das alles Vergangenheit, was wir jetzt hier ertragen müssen. So. Halt, wir sind an der Höhle vorbeigelaufen, oder? Nimm mal den Bogen. Ich glaube, der Bogen wird mein bester Freund. War das nicht so, dass der Bogen hier total mächtig, übermächtig ist? Ich habe noch nie einen Bogenschützen gespielt. Das Einzige, wo ich einen Bogen benutze, ist, wenn ich da das Tor machen muss in Irnorad. Das ist das Einzige, wenn ich einen Bogen anfasse. Wo ist denn jetzt der andere? Ich glaube, der backt hier irgendwo fest, oder? Der Schwarze ist weg. Gut, ich mache mir erstmal Sorgen um die, die da sind. Aua. Ach, da ist es. Hey, den Tritt. Guck dir mal an, was der für Power hat. So. Noch einer da? Nein. Somit können wir jetzt dann Greg Bescheid sagen und mit Greg zur Höhle laufen. Weil wie gesagt, wir brauchen die XP. Wir konnten jetzt den nicht mitnehmen. Plündern können wir danach alles. So. Das Witzige ist, ne? Sira sagt gildenlos. Sira fährt in Urlaub und ich mühe mich hier ab und versuche gildenlos zu spielen. Eisen? Was ist das? Womit denn? Mir fehlt der entsprechende Gegenstand. Wo ist denn der Ausgang? Da. So. Dann holen wir mal jetzt hier den faulen Piraten. Aber dann kriegen wir auch eine Spitzhacke. Dann können wir vielleicht auch Erz hacken. Warum sollte man Erz hacken in dem Teil? War das eine Bewandtnis hier bei der Mod?
Es gibt auch einfach nicht so viele Infos, was die Mod alles so speziell macht. Ich habe mich jetzt da versucht, ein bisschen reinzulesen, aber... So, also... Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Erzähl mir. Ich bin schon da. Wo läufst du denn lang? Ja. Ich wundere mich aber gar nicht. Das ist so ein bisschen tricky. Wie gesagt, vorhin sind wir durch den Wald gelaufen, da konnte man eine Leiche verbrennen, dann hat man XP bekommen. Und ich habe irgendwo gelesen, man kann Bäume fällen. Was stehst du denn jetzt in der Gegend rum? Hallo? Ah, okay. Danke, dass du weiterläufst. Man kann wohl Bäume, spezielle Bäume fällen für die Herstellung von Pfeilen. So, mein Freund, hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon meine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich habe die Stelle mit einem Kreuz markiert. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. Genau. So, und jetzt rein mit dir. Okay, so, dann können wir dann... Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das hacken können. Ja, speichern brauchen wir nicht. Wir haben alles getötet. So, komm mal her. Eisen abbauen. Nichts mehr zu holen. Haben wir jetzt Eisen gekriegt? Moment mal. Was ist zu weit entfernt? Achso, die sind schon leer praktisch. Okay, gut. Also ich hätte schon mal gern gewusst, was man da bekommt. Na gut. Dann halt irgendwo anders. So, was machen wir denn dann? Wir könnten ja mal irgendwie die Sölden, aber... Den Raul, den schaffen wir doch auch nicht. Wir schaffen ja nicht mal den Rott ohne Waffe. Wie sollen wir denn dann den Schwätzer da schaffen? Aha, die Kreuze sehen jetzt aber auch anders aus. Okay. Ein Feuerball! Gib mir den doch! Oh, hier geht was. Eisenerz abgebaut. Okay. Ja, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. So. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das war alles? Okay. Na gut. Wir könnten ja versuchen, gegenüber die Blutfliegen und die Lurker mit dem Bogen. Wir wollten dann Haut drauf machen und keinen Bogenmutzi hier. Na gut. Wo warst du denn so lange? Ja, was? Hast du schon was gefunden? Ja, hier. Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit. Hier hast du es. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Ja, kannst okay. du mal sehen. Hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Könnte da gut leveln, oder, Gor? Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht, das würdest du bereuen, klar? Der läuft da jetzt, glaube ich, genau in die Viecher rein, oder? Und macht uns unsere Viecher kaputt. Jetzt mal kurz gucken. Der läuft doch genau irgendwie da so. Ich kann mich ja kurz mal heilen. Ich esse hier mal irgendwas. Das ist alles nicht sehr produktiv. Die Blutfliegen müssen wir doch hinkriegen, oder? Bei dem Bogen? Da ist wieder eins von diesen. Sag ich doch, der klaut mir die XP. Verdammt! Sowas Mieses. Boah. Gefährliche Blutfliege. Puh. Ah, das ist doch... Der tötet die alle mit einem Schlag. Was ist denn das? Guck dir das mal an. Ein Mistvieh weniger. Weißt du, wie viele XP das waren? Geh doch einfach deines Weges, du Depp. Sowas Mieses.
Jetzt hat er mir die ganzen XP geklaut. Mit dir rede ich nicht mehr. Geh weg. So. Ist das gemein. Das ist echt gemein. Ich hätte das auch alleine geschafft irgendwie. Ne, zwei Keiler schaffe ich nie im Leben. Ich speichere mal. So. Die geben aber... Ich hab gespeichert. Geh weg, Spiel. Okay. Was hat denn der da gerade anvisiert? Da war doch auch gerade irgendwas. Feldräuber. Ich glaube, die sind gegen Pfeile. Irgendwas war da, ne? Sind die nicht gegen Pfeile immun oder irgendwie so? Eieieiei. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, das sage ich euch. Ich kann mir das gar nicht gildenlos vorstellen. Ich wüsste gar nicht, was der Drache dann später zu einem sagt, wenn man gildenlos ist. Ob sie da irgendwas gemacht haben? Komm mal her mit deinem Zahnstocher. Nutzt ja alles nichts. Bitte nur einen. Doch ein Doppelpack. Das wird nichts. Ich will bloß einen. Ich bin tot. Ja, siehst du. Wie ist es? Ich bin tot. Siehst du? Die letzten, glaube ich, habe ich mit einem Zauber gemacht, oder? Ich glaube, die letzten habe ich mit einem Zauber gemacht. Moin, Herr Müller. Erstmal schön, wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag und schon Feierabend vielleicht. Nee. Wir holen uns irgendwelche Zauber, ist mir egal. Wir wollten keinen Magier spielen, aber wir holen uns ein paar Zauber. So, aber hier ist alles mit diesen Viechern bevölkert. Der soll mir nicht. Dankeschön fürs Folgen, Herr Müller. Ich sag einfach mal Herr Müller und lass das der vorne weg. Die haben wir doch auch schon getötet, oder? Das hat doch auch irgendwie geklappt. Ich weiß zwar nicht, wie wir das gemacht haben, aber es hatte funktioniert. Vielleicht ein Lorca. Jetzt probieren wir das mal. So. So, komm mal her. Ich glaube da noch nicht so dran. Komm doch mal ran hier, weil dann treffe ich vielleicht auch was. Ich treffe gar nichts. Was ist denn das für ein Mist? Ja, lass gut sein. Hol mal unser Schwert. Hüpf weg. Ich bin tot. Hört auf, mich anzuknabbern. Also ich glaube, die sind gegen Pfeile, haben die keinen Vertrag mit, oder? Dann gucken, ob wir ein anderes Schwert haben. Nein, wir haben kein anderes Schwert, oder? Wir haben immer noch den kleinen Hufnagel hier. Aber der Degen hat ein bisschen mehr Reichweite. Wollen wir nicht mal einen Degen nehmen? Aber wir nehmen mal einen Degen, vielleicht ist das besser. Grobes Kutschwert. Ich bin ein reiner Rollenspiel-Fan. Dragon Age, Gothic, Skyrim, Jade Empire, Risen. Also alles so. Ich bin eine ältere Generation. Ich spiele also ausschließlich so die älteren Games. Das Einzige, wo ich eine Sniper in die Hand nehme, ist Mass Effect. Ansonsten bin ich überfordert mit so Ballerspiele. Du siehst also, rein Rollenspiel. Das ist aber auch nicht... Achso, den Degen haben wir jetzt, oder? Okay, jetzt probieren wir das nochmal. So.
Komm. Hallo, wir probieren das nochmal. Würdest du dich bitte anstrengen und hierher kommen? Boah. Haut ihm doch einfach auf die Nase. Ja, aber es geht besser als der Bogen, oder? Außer, dass ich auch schon wieder fast tot bin. Mäuschen, hau doch einfach zu, mein Freund. Boah. Ups. Ja, 120 XP ist schon nicht schlecht, oder? Außer, dass ich halb tot bin. Ja. Wir machen das hier ganz, ganz langsam. Warum, was würden dich denn sonst so viele Spiele noch interessieren? Wenn ich fragen darf, Herr Müller. So, ich futter dabei neben was. Ja, iss, mein Freund. Wir können noch genügend Fleisch braten. Ups. So. Aha. Zockst du hier auch auf Twitch, wenn ich fragen darf? So, todesmutig, der Nächste ist an der Reihe. Puh. Ja, komm hier. Put, 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 put. Lass dich doch nicht hauen, du Kaschball. Nicht über mir drüber hüpfen. Extra Stichschaden und dann kriege ich auch noch auf... Ja, okay. Ich habe 2001 das erste Gothic auch gespielt und da war ich schon... Was haben wir denn jetzt für einen Jahrgang? Warte mal kurz, ich werde 50. Na gut, dann rechne ich mir 20 Jahre zurück, 30. Und da war ich dann schon 30, ne? Andere spielen das als Kind. Ich habe das schon als Erwachsener gespielt. Und von da an habe ich halt alle, also bis 3. Also das, was danach kam, hier Götterdämmerung oder alles, was danach kam, habe ich nicht mehr gespielt. Habe ich auch nicht gekauft. Bei Risen habe ich 1 am liebsten gemocht. Das 2er habe ich ausgelassen, weil das Piratensetting nicht so mein Ding war. Und da ich das hier auf dem Laptop, das hat ja kein Laufwerk mehr, habe ich mir das gestern noch bei Steam geholt, weil das im Angebot war. So. Ist mir jetzt egal. Hier. Nein, nicht den Feldräuber. Mach's doch bitte so, wie ich sag. Puh. So. Schwert und rauf da. Ich bin fast tot. Aber es hat funktioniert, Leute. Das muss man immer. Was? Nein, du brauchst die Karte nicht angucken. Ich wollte eigentlich... Eigentlich wollte ich... Hier ist mal sowas. Okay. Ja, wie gesagt, und das 3er habe ich dann, glaube ich, 2-mal durchgezockt. Weil ich ein paar andere Optionen haben wollte. Aber... Das 2 habe ich ausgelassen. Wobei das 3er ja dann auch so ein Piratending war. Also am liebsten habe ich 1 gemocht bei Rüssen. Und wie gesagt, gestern Nacht gab es das irgendwie bei Steam. Ist gerade so, weiß ich nicht, Sommerverkauf oder was? Für 2 Euro das Ding. Habe ich das gekauft. So. 100.000 Feldräuber. Kann bitte mal, könnt ihr euch anstellen, dass ich das der Reihe nach hinkriege? Ich bin ja nicht anspruchsvoll, aber... Dass wir irgendwie... So. Mal schauen. Und wie du siehst, Herr Müller, wir spielen hier mit einer Mod. Die um einiges irgendwie schwerer ist, habe ich den Eindruck. Komm her. Warum triffst du denn nicht? Die haben viel zu viele. Ich habe keinen Zauber mehr. Du hast ein hässliches Gesicht. Geh runter von mir. So, wir gehen jetzt in die Stadt. Und kaufen uns ein paar Zauber. So, das sage ich euch jetzt. Okay.
Ja, ich gucke ja da immer hier in dem World of Gothic Forum nach. Und da steht ja dann so für kleine Noobs wie mich, steht ja immer die genaue Anleitung, wie man das installiert. Und das habe ich also auch mit der... Achso, ich habe gesagt, wir gehen in die Stadt und kaufen uns Zauber. Sind wir hier überhaupt richtig? Oh, Moment mal. Wir sind doch nicht den Berg runtergekommen, oder? Oder doch? Ich muss mal gucken. Wo sind wir denn hier? Ich habe mich verlaufen. Was ist das denn? Er musste es ja besser wissen. Bauer, Bauer, wer bist du denn? Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Was zu Bengas Hof kommt, wenn man hier hochtappelt? Ey, das ist schon ganz schön verwirrend, die Mod, das muss ich jetzt schon sagen. Ich hatte mich schon auf die ganzen Scavenger und Dings einge... Okay, das Kreuz ist dann hier. Na gut. Eingerichtet. Hm. Das ist echt kein Wunder, dass ich keinen mehr finde. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ach, gib her den Kelch. Okay. Hm. Das irritiert mich jetzt doch etwas. Weißt du, wenn du dein ganz, also jahrelang weißt, wo du langlaufen musst und alles weißt und auf einmal ist alles was anders. Du bist der Bauer hier? Könnte man so sagen, doch eigentlich bin ich nur der Pächter. Dem Großbauern gehört das ganze Land hier. Ich hätte das anders gemacht. Daran wird sich nie. Nee, das Mulizproblem, das wollte Gore für uns machen da. Nee, das machen wir nicht. Nee. Ich gehe jetzt erstmal. Ich gucke erstmal, ob der das erledigt hat. Wenn ich den Weg finde. Man weiß gar nicht mehr, wen man noch glauben kann. Wer erzählt denn sowas? Wo geht's denn da lang? Okay. Das ist aber alles hier ein bisschen. Wer bist du denn? Du bist ein Bauer. Ja, aber dann ist das eigentlich recht einfach, Herr Müller. Wenn ich das hinkriege, schaffst du das auch. So. Das müsste ja jetzt praktisch dann da sein, wo die Treppe normalerweise ist, oder? Ey, das ist ja hier völlig zum Verlaufen. Mal gucken, ja. Da ist hier schon was. Banditen, ja. Banditen. Banditen und Scavenger, wir werden so sterben. Wir werden so sterben. Ich speichere mal. Puh. Für welche Mod hättest du dich denn entschieden, Herr Müller? Oder welche hätte dir denn gefallen, wo du sagst, die will ich mal zocken? Ja. Mit einem hatte das doch funktioniert. Schieß! So, mal gucken. Nicht zu nah ran. Ich bin nicht drauf vorbereitet. Haben wir die Drachenwurzel jetzt aufgehoben oder war hier keine? Nach Adamriese ist hier eine. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. 1, 2, 3. Ah, okay. Ja, ich hatte mir die Rückkehr, hatte ich mir auch mal runtergezogen. Allerdings da mit dieser komischen Sprachausgabe und das war einfach nicht machbar. Außerdem war das so schwer. Den ersten Wolf habe ich ja nach mühsamen 100.000 Mal mit einem Feuerball erlegt. Und der nächste kommt um die Ecke und dann haut mich der Goblin windelweich. So. Ja, komm. Einer geht noch. Hier, komm. Das ist so mit dem Treppen ein bisschen tricky irgendwie. Aber gut, wir haben das ja auch nicht trainiert. Wahrscheinlich, wenn man das trainiert, ich habe noch nie einen Bogenschützen gespielt, dann ist das wahrscheinlich wesentlich
Besser. Ja, die Banditen. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das gehen? Halt, erstmal heilen. Heieieiei, wir haben bloß noch 12 Pfeile. Das ist alles ein Desaster. Wir speichern mal. Ja, wie gesagt, die habe ich dann wieder runtergeschmissen und dann habe ich mich für die Mod entschieden. Und, ey, wir sind gar nicht voll geheilt. Das funktioniert so nicht. Nee. So spielen wir nicht. Weil die haben doch auch so komische Bogenschützen. Die machen doch einen auch sofort platt. Aber vielleicht, wenn man Bogenschießen trainiert, oder? Dann ist man vielleicht nicht so noob wie ich. Oh. 1, 2, 3, 4 sind das. Ne, 3, glaube ich, waren das immer, oder? Jetzt bist du dran. 4. Was sage ich unten? Scheiß Bogenschütze. Der trifft einmal. Guckt euch das mal an. Ja, danke. Ne, du beklaust mich nicht. Hau ab. Weg da. Man plündert keine Leichen. Eieiei. Dann gehen wir erstmal wieder zum Bauernhof. Da hatten wir auch noch einiges zu tun. Oder? Wir kaufen uns, aber wir haben... Ey, wir haben bloß 600 Gold. Ich kann jetzt nicht mal sagen, wir kaufen uns jede Menge Zauber und knallen das alles mit Zaubern weg hier. Moment mal, das Ding war doch... War das Kreuz nicht hier irgendwo? Ja, ja, speichern, ich weiß. Ah, hier. Nehmen wir wenigstens das noch mit. Dann haben wir 1, 2, 3. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Amulett der Eichenhaut. Gut. Jetzt sind wir wieder auf dem Feld mit den ganzen Feldräubern, oder? Dunkelpilz. Wo ist er? Ich habe ihn gesehen. Hier. So. Da ist der Ausgang. Naja, dann wollen wir doch mal uns eine Taktik überlegen. 3. Die kommen auch immer in der Horde. Ich habe einen Schluck Kaffee noch. Eine Pekannuss, Nervennahrung. So. Hallo, kann einer kommen? Ich hätte gerade Zeit. Komm. Hi, Luna. Was ist, donnert und stürmt? Würdest du bitte treffen? Ey, ein Vieh und wir sind halb tot. Was wir an Tränken brauchen. Hallöchen erstmal. Es donnert und stürmt bei euch. Okay. Kleine Abkühlung. Aber ich hatte vorhin auf meinem Handy auch gerade so eine Warnwetter-App. Also da zeigte mir auch irgendwie Unwetterwarnung an. Aber wie gesagt, wir haben die ganzen paar Tage, jetzt die letzten Tage schon Ostwind. Das hat also bei uns sowieso abgekühlt. Wir können doch nicht nach jedem Ding speichern hier. Da kommen wir nie vorwärts. Kommen wir heute noch mal bei Onershof an? Nein, siehst du, da kommen schon wieder 2. Warum kann man die nicht einzeln pullen? So. Ich erschrecke mich immer. Ich glaube, ich schlage immer zur falschen Zeit zu. Jetzt haben wir aber hier eine Heilpflanze noch. Wir haben keine Heiltränke, wir haben irgendwie überhaupt nichts. So, jetzt bin ich todesmutig und sage, wir schaffen den auch noch so. Ja, ich glaube, mein Timing passt immer nicht beim Zuschlagen. Würdest du bitte... Ein Vieh und fast tot.
Und sonst, Luna, alles gut? So. Die haben einfach viel zu viele Beine. Guck mal die ganzen Dinger da an. Gott, das kann sich ja jetzt nur um Stunden handeln, bis wir hier geheilt sind. Der gibt gar keine... Du kannst aufhören, den zu essen, weil früher war ich der Meinung, dass der Lebenspunkte gegeben hat. Der gibt nur Mana. Das ist ja... Ach, du grüne Neune. Den Kronstöckel brauchst du jetzt nicht fressen, dann wäre ich sauer. Wahrscheinlich hast du den schon gegessen, weil irgendwie haben wir nur zwei und das kann auch nicht sein. Feuernessel brauchen wir auch nicht, Goblinbeere auch nicht. Ja, alles bestens, wie gesagt. Hatte gestern eine stressige Nachtschicht, die waren gestern alle sehr komisch drauf, die Leute. So ein bisschen unzufrieden alle. Aber ich habe nur noch heute und morgen und dann habe ich erstmal das Wochenende frei. Ja, speichern, danke. Und dann habe ich erstmal wieder... Ja, ich muss erstmal wieder, aber ich will jetzt erstmal hier durch. Ja, wenn sie halt dann verlieren, ne, dann manche werden dann etwas ausfallend. Die können das dann nicht haben, aber es ist nun mal ein Glücksspiel und wenn man da reingeht, dann weiß man das eigentlich. Oder wenn sie sich um die Automaten kloppen, weil es voll ist. Dreh dich um und schau mir ins Gesicht. Komm her hier. Püppchen. Au. Nee, Betrunkene kann ich rausschmeißen. Also die muss ich nicht drinne dulden. Wir haben ein paar Stammgäste, die kommen dann, also unser Chef hat eine Kneipe nebenan, wo auch Automaten drin sind. Und die kommen dann schon, wenn die Kneipe zumacht, noch bei... Was ist das denn? Ach, echt jetzt? Bitte. Hat er sich jetzt aufgehangen? Was? So ein mieses Ding. Na gut, dann speichern. Wir haben ja gespeichert. Dann starten wir halt neu. Hey, und wie gesagt, wenn sie von der Kneipe, die dürfen dann schon rein. Aber wir sind ja Urlaubsregion und momentan haben wir auch sehr viele Touristen. Und in anderen Bundesländern sind dann wieder andere Regelungen. Da dürfen sie an den Automaten rauchen. Schleswig-Holstein ist das verboten. Dann setzen sie da, zünden sich eine an. Die nächsten kriegen einen Anfall. Dann rennst du da wieder rum. Naja. So hat man so seine Sachen in der Arbeit, ne? So. Ey, das ist mir gerade abgestürzt. Was war denn das jetzt für ein blöder Fehler? So. Achso, das sind... Ja, in jedem Bundesland ist das ein bisschen anders. Wie gesagt, Schleswig-Holstein hat schon vor 4-5 Jahren das abgeschafft, dass an den Automaten geraucht wird. Aus dem einfachen Grund, dass die Zocker auch mal eine Pause machen. Deswegen hast du ja auch immer bei dem Spielautomaten nach jeder Stunde eine Pause, dass die Leute mal aufstehen und sich bewegen. Und wir haben ja Leute, die zocken da 10 Stunden drin. Das ist, naja, wie das so ist mit den Zockern, ne? Die zocken halt was anderes. Ich kann hier auch mich am PC setzen und 10 Stunden durchzocken. Ich habe natürlich das Ding, dass mein Hund dann raus will und sagt, ey, Alter, jetzt ist genug. Jetzt bin ich erstmal dran. Ja, wir laufen hier so rundherum. Das sind aber auch so viele, verdammt nochmal. Warum müssen die alle auf einem Haufen sein? Das muss ich jetzt schon mal so sagen. Und, aber wie gesagt, ich kaufe mir halt mein Spiel für, was weiß ich, 50 Euro. Und bei denen... So. Ich hab die falsche Taste. Das ist doch... Was macht ihr denn? Der knabbert mich an. Ist das eklig? Geh weg.
Das ist, ich sag's euch, das wird bestimmt wieder ein Magier, wenn das so weitergeht. Das ist so. Die lassen sich gar nicht treffen hier mit dem Bogen, diese Krabbelviecher. Da mache ich ja gar kein, oder? Oder waren das die, wir können es ja nochmal probieren. Es ist ja wurscht, wir stehen ja immer am selben Platz. Wenn wir den im Popo schießen, das juckt den gar nicht. Okay, doch. Kann man den jetzt... Boah. Wenn er so viel Schaden... Ach, das war der Loker, der da ganz immun gegen war. Ja, mit den neuen Bestimmungen sind die Pausen aber immer heftiger geworden. Ja, was... komischen Fisch hier vielleicht noch. Nein, ich bin gerade dabei, mich zu heilen. Geh weg von mir. Geh weg, geh weg, 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 weg. Da, jetzt. Aber das schaffe ich doch nie. Mit einem halben Leben, da bin ich ja gleich tot. Wenn ich nicht genau treffe oder ziele, dann ist das doch gleich vorbei. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Das glaube ich doch nicht allen Ernstes. Das kann doch... Ich mach den letzten Schlag. So, weglaufen, weglaufen. Puh. Nein, die Pausen sind ja immer... Es ist ja früher, konnten sie auch in einer Stunde eine bestimmte Summe reinschmeißen. Das hat ja der Staat auch geregelt. Die dürfen in einer Stunde nur noch 60 Euro reinballern. Da haben viele auch nicht Verständnis dafür und maulen dich dann voll. Naja. Alles nicht so einfach. Da ist es bei den großen Spielcasinos dann wieder anders, weil die sind ja staatlich und da ist das dann ein bisschen anders geregelt. Ja, da ist doch bei der Hütte ein Lagerfeuer, oder? Da können wir wenigstens das rohe Fleisch will ich nicht essen. Ich will kein rohes Fleisch essen. Da ist ein Lagerfeuer, ich sehe es. Naja, jedenfalls, wenn sie dann verlieren, sind sie dann immer so auf uns böse und wir können ja nichts dafür. Wir sind ja da nicht verantwortlich für, wenn sie verlieren. Das will doch keiner wissen. Nein, nicht Basta. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Okay, dieses Feuer ist dafür nicht geeignet. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Zu weit weg? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Okay, das funktioniert nicht. Das habe ich. Hast du hier noch eine Feuerstelle? Was? Nee. Okay, ich lege mich in dein Bett. Das hätte er auch selbst. Hoffentlich funktioniert das. Meinst du, mir geht es besser? So. Volles Leben. Achso, wir haben keine Pfeile mehr. Wir müssen irgendwie zu unserem Meister mal in die Stadt. Jetzt. Wenn er das nicht sieht, kann ich. Sind wir eigentlich schon recht weit gekommen, oder? Wir können uns erstmal angucken, was da ist mit Pfeilherstellung. Da müsste dann die Option kommen, dass man Bäume fällen kann. Da stand in der Beschreibung, die sind besonders gekennzeichnet. Dass man die besser unterscheiden kann. Weil wir haben ja... Wir haben keine Pfeile mehr. Wir haben irgendwie gar nichts mehr. Haben wir wenigstens ein paar Fälle, dass wir ein bisschen Geld kriegen von unserem Meister? 7. Ach, das ist ja auch nichts. Ich hätte Schmied werden sollen, echt. Schmied ist viel besser. Achso, wir könnten ja durch den Teleporter gehen, oder? Wir haben doch den Teleporter freigeschaltet. Wäre ja zumindest ein bisschen schneller, oder? Speichern, ja, ich weiß. Alles gut. So, mal gucken. Das war da an der Wand lang. Hopp. Halt. Feuernessel. Ich hatte doch gerade noch was aufgepluppt. Ja, du siehst das aber auch nicht hier auf dem Gras. Das ist ganz schön. Da kannst du echt viel übersehen, glaube ich. Eieieiei. So, ups. Da ist wieder... Da, das kann man machen. Und dann gibt's XP. Wo ist der Eingang? Verdammt. Ich will mich euch jetzt nicht mit euch befassen. Ich will mir einen Zauber holen. Ups. Ups, ups. So. Ach so. Ja gut, dann können wir auch bei Kronos mal gucken, ob der einen Zauber für uns hat.
Wir brauchen auf alle Fälle Pfeile, wenn wir hier noch öfter mit diesem Bogen agieren. Du, guck mal, ich habe hier noch so ein... Ach, jetzt weiß ich, wo Kavalon ist. Wir suchen ja gerade diese Ornamentstücke. Hey. Dann steht natürlich Kavalon... Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Hier, ich habe noch eins. Das ist großartig. Jetzt fehlen noch zwei. Vielleicht findest du sie ja auch noch. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. 100 Gold. Naja gut, es war ja auch bloß eins, ne? Die Sprache der Erbauer. Was haben wir denn für Tafeln hier? Ups. Magie. Magie. Armbrust, wir haben... Lebensenergie haben wir 5. Das wäre ja schon mal nicht schlecht, oder? Eigentlich. Aber wir haben bloß 6 Lernpunkte, okay. Da brauchen wir noch gar nicht drüber diskutieren. Na gut. So, Kronos, wo waren hier du da? Einkaufen. Hey. Ach, hier, doch, da. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Sag mir, was du brauchst. Zeig mal her. Na, das sind aber Bolzen, oder? Das sind doch keine Pfeile. Ja, Bolzen. Heiltränke. Aber... Die kostet 100 Gold, die Eislanze. Bist du bescheuert? Das ist ganz schön. Da hatte der in der Stadt bessere Zauber. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Der macht 13 Schaden. Kleiner Feuerblitz. Was ist denn das für ein Blödsinn? Okay, wir lassen das mal und gehen in die Stadt. Erstmal zu unserem Meister. Aber Moment mal, wir haben die Kiste ja hier noch nicht. Wir speichern mal, weil wir haben nicht so viele Dietriche. Vielleicht kriegt man das ja jetzt hier mal noch geknackt. So, komm her. Danke. Zwei, drei, vier. Okay. Gut. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich passe aber auch nie auf. Nochmal langsam. Ich habe schon wieder vergessen, wie rum es anfing. Ja, ja, ist gut. Das wird. So. Pfeile. Es könnte so einfach sein, wenn man sich nicht ganz so blöd anstellt. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Halt. Hier lang, bitte. War hier früher nicht auch eine Kiste gestanden? Ach doch, da in der Ecke. Wir haben keine Dietriche. Ist alles teuer. Wir müssen sparsam sein. Echt, Leute. Wir müssen echt sparsam sein. Mist, wieder von vorne, genau. Okay. Moment. Moment, Moment. Ich glaube, ich muss mir gleich noch einen Kaffee holen. Obwohl, nee, jetzt machen wir eh bloß bis 18 Uhr. Dann kann ich mir danach einmachen. Da muss ich ja jetzt nicht nochmal abhauen und euch alleine lassen. So. So. Okay, da sind zwei. Eins, zwei, eins. Okay, das hat bloß ein Eins. Okay, da sind wenigstens 3 Dietriche drin. Da lasse ich ja mit mir reden. Da lade ich auch nicht neu. So. Dankeschön fürs Zuschauen und für das Folgen. Bis irgendwann mal wieder und hab einen schönen Abend, ne? Streamzeiten findest du bei mir im Zeitplan. Das haut immer zu. Um 10 Minuten vertut sich's vielleicht mal, aber ansonsten sind die Zeiten also immer da. So. Deutsche Pünktlichkeit nennt man das. Glaube ich zumindest. So.
Einen schönen Abend wünsche ich dir. Bye-bye, Herr Müller. Unser Meister. Wir können doch mal gucken, was dieses Pfeile herstellen oder Bolzen oder... Und Leder kann man, glaube ich, auch herstellen, aber ich weiß nicht, für was man Leder herstellen soll. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Ich habe was anderes gehört. So, Kavalon. Kavalon steht bei Lobards Hof. Und ich suche den Idioten. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Und bei Ignaz waren wir auch noch nicht, da der hinten da in seinem Kämmerchen. Und so stellte er sich zwischen seine. Das können wir auch noch machen. Aber Valentino, das kriegen wir ja auch nie hin. Der haut mit seinem Gehstock ja auch immer richtig um sich. Eieieiei. So. Halt, hier. So. Ich kann das nicht glauben. Da bist du ja wieder. Ja, ich habe was getan. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. 45 Gold. Das ist gut. Gute Arbeit. 84 Gold. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Was ist denn Pfeil und Bogen? 3 LP. Ich weiß ja nicht, was das ist. Was ist Leder? Das höre ich zum ersten Mal. Aber ich weiß nicht, was das macht. Hat einer Ahnung von euch? Ich weiß das nicht. Nee, dann hier mal kurz. Ich zeig mir deine Waffe. Paar Pfeile. Ulmenbogen. Wow. Okay. Jagdbogen. Ich habe so einiges gehört. Glaubst du wirklich daran? Wo hast du das denn schon wieder her? Ring der Geschicklichkeit, okay. Was ist denn das? Holz. Ich habe so einiges gehört. Leder. Meinst du mir? Wenn ich jetzt wüsste, was man damit macht, ich habe keine Ahnung. Sag nicht, kann man das vielleicht verkaufen? Wie viel Wert hat denn das? 20? Leder hat 150. Ich habe mir das schon gedacht. Wollen wir mal speichern und gucken, ob sich das lohnt? Ich erzähle dir doch nichts Neues. Das hat er wirklich nicht verdient. Ich wollte eigentlich hier... Das habe ich noch gar nicht gewusst. ...das kaufen. Das höre ich zum ersten Mal. Ich speichere mal und guck mal, was das ist. Man weiß gar nicht, wenn das Leder so viel kostet... die Fälle geben wir ja ihm. Was soll man denn da was herstellen? Wir lassen das mal für später. Ich muss mal gucken, ob ich das... Halt, Kavalon. Wir gehen da lang. Ob man das... Ich wundere mich über gar nichts mehr. Weil die meisten Fälle geben wir ihm ja ab. Also, aus was soll man dann noch Leder herstellen? Ist ja auch irgendwie blöd. Ist doch auch irgendwie nicht logisch. Okay. Ich musste mal oben drüber schauen. So. Genau, Kavalon steht doch da oben bei dem Steinkreis. Das ist mir völlig entfallen. Ich hab's einfach vergessen. So. Auf geht's. Ja. Gott sei Dank. Aber wenn wir dann erstmal bei der Rüstung die Rüstung des Wassers haben, ist das vielleicht schon ein bisschen besser. So, du da. Hier, das. Ich habe Vatras deinen Brief gegeben. Aber auch nichts anderes von dir erwartet. Dank dir. Bitte. Was kannst du mir jetzt nochmal lernen? Ich hab's vergessen. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Achso, er macht Einhand und Bogen. Aber wir wollen nicht alles durcheinander lernen. Wir heben uns das mal auf. Wir sind mal etwas sparsam. Suchst du etwas? Ist das so offensichtlich? Ja, ich habe von den Wassermagiern den Auftrag, nach irgendwelchen verlorenen Ornamenten zu suchen. Trifft sich gut. Ich habe den gleichen Auftrag von Nefarius bekommen. Gehörst du also zum Ring des Wassers? Noch nicht, aber ich arbeite dran. Das freut mich. Dann muss ich das hier nicht alleine machen. Hast du schon ein Ornament gefunden? Ich habe die Stelle gefunden, an der wir eins finden sollten. Dieser Steinkreis könnte eins dieser Bauwerke sein, die Nefarius beschrieben hat. Jetzt müsste man nur noch den Mechanismus finden, nach dem wir suchen sollen. Okay, das mache ich. Bleib du einfach still stehen und beweg dich nicht. Damit du dich nicht überarbeitest, Kavalon. Wir sind der Held, wir machen immer alles. So. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Da. Ach, siehst du, auf dem Bauernhof ist ja auch noch. Aber dann
dann sterben die ganzen Bauern. Das können wir auch nicht machen. Eieieiei. Okay. Ich habe den Mechanismus betätigt. Da tut sich rein gar nichts. Dann haben Loberts Bauern wohl recht gehabt. Mhm. Sie haben erzählt, dass jemand von ihnen schon mal an den Steinen hier herumgespielt hat. Ein Steinwächter sei wie aus dem Nichts erschienen und hätte sie angegriffen. Die Bauern riefen die Milizsoldaten riefen die Paladine, die kamen auch und zerstörten das Monstrum. Ich habe schon die ganze Gegend abgesucht. Wenn es hier ein Ornament gegeben hat, dann haben es jetzt die Paladine. Na gut, dann holen wir das zurück. Dann werde ich zu ihnen gehen und das Ornament zurückfordern. Eigentlich? Ich werde jetzt in die Stadt gehen. Wir sehen uns bei Watras. Mhm. Eigentlich müsste das ja jetzt als Gildenloser funktionieren. Dass wir, da ist ja auch dieses, dieser Patch von dem anderen drauf, in dem Ding hier drin, dass wir jetzt praktisch das Ornament holen könnten. Wir testen das einfach mal. Bin ja jetzt schon, wir waren überhaupt noch nicht oben in der Stadt. Wir machen allen möglichen Kram, bloß oben in der Stadt waren wir noch nicht. Hm. Gott. Ich weiß bloß, dass das Rathaus ganz woanders ist. Das habe ich jetzt schon letztens durch Zufall gefunden. So. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich mir auch nicht. So. Ach, Ignaz wollten wir doch auch noch. Halt! Nur was? Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Nicht, dass sich daran was ändert. Ich bin ein angesehener Bürger. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Was immer die Meister von Korinnes bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Du kannst reingehen, aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Wie redest du eigentlich mit mir? Ich mach gar nichts. Hängt das ganze Grünzeug runter, okay. Gut. Ach, mein Freund, ich sehe ihn schon wieder stehen. Ich mag ihn. Ah, du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Ja, selbstverständlich. Wo finde ich Lord Hagen? Er ist im Rathaus, am Ende des oberen Viertels. Aber ohne triftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden. Ist irgendwas Aufregendes passiert in letzter Zeit? Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Der kriegt noch mal einen Herzinfarkt mit uns. Also... Hier, Steinkreis. Weißt du etwas von einem Steinwesen beim Steinkreis von Loberts Hof? Allerdings, wir haben es zerstört. Es hat die anliegenden Bauernschaften bedroht. Warum fragst du? Findest du das normal? Das mit diesem Steinmonstrum meinst du? Soviel ich weiß, kümmern sich die Wassermagier darum. Ich denke nicht weiter darüber nach. Wir haben unsere Aufgaben hier in der Stadt und im Minental. Schon klar. Okay. Ja, ich suche das. Ich suche ein metallisches Bruchstück von einem Ringornament. Es müsste irgendwo bei Loberts Steinkreis gewesen sein. Ja, es gab sowas. Das Steinwesen hatte es bei sich. Ich hielt es für eine Rune der Magie. Ich habe es Lord Hagen übergeben. Ich weiß nicht, ob er es noch hat. Mhm. Okay. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich will das bloß mal ausprobieren, Leute. Wir müssen das jetzt mal kurz ausprobieren. Glaubst du wirklich daran? Speichern. Genau, das sind die Kisten. Aber der steht jetzt so nah dran, da kann man doch nicht dran vorbeischleichen. Seid ihr sicher, dass das so funktionieren soll? Moment mal. Ja doch, da ist genügend Platz. Wir speichern mal, ich will das ausprobieren. Ich habe den Patch ja noch nie drauf gehabt, dass ich das hätte ausprobieren können. Wir probieren das jetzt einfach. So. Was guckt ihr mich alle so an? Wollen wir mal gucken, ob wir jetzt dieses Stück da kriegen?
Hier, guck mal. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards überhaupt Hof keiner mit uns sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist, aber das Ding ist völlig wertlos. Erhält dich erst ab Kapitel 2, okay. Aber es funktioniert. Guck, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Einfach so. Okay, interessant. Das habe ich noch nie gemacht. Naja gut, dann habe ich das auch mal ausprobiert. Jetzt kann ich auch mal sagen, ich bin da reingeschlichen. Dann könnte man ja praktisch jetzt schon zu ihm sagen, das mit den... Dann würde ja das Kapitel 2 starten. Aber wir sind Stufe 7, Kapitel 2, never ever. Mal wieder typisch. Never ever. Das habe ich früher auch immer gesagt. So, du bist, glaube ich, hier... Hey, das hat er wirklich nicht verdient. Was machst du hier? Ich achte darauf, dass niemand die Häuser betritt. Ah ja. Ausdrücklicher Befehl von Lord Hagen. Und lass dir bloß nicht einfallen, gegen diesen Befehl zu verstoßen. Das wird sich nie ändern. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Er redet einfach zu viel. Wirklich? Das ist doch eigentlich der... Naja, gut, okay. Das darfst du keinem erzählen. So, wir gucken mal bei ihm noch schnell ins Lager. Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Was kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Spezielle Talente. Ich kann dir etwas Falschen erzählen, was in besonderen Notlagen eine große Hilfe sein kann. Okay. Doch dafür wirst du auch dein Handelsgeschick trainieren müssen. Handelsgeschick. Ist das wichtig, Leute? Muss man das haben? Auch das kannst du bei mir lernen. Das habe ich schon immer gesagt. Je geschickter du die Händler in verwirrende Handelsgespräche hineinzerrst, desto besser werden deine Verkaufspreise sein. Ich habe was anderes gehört. Lerne und übe stets fleißig um deine Geldsorgen. Und deine Geldsorgen sind ein für alle Mal los. Ey, das ist doch eigentlich nicht schlecht, oder? Unsere Geldsorgen? Wir können mit all dem anfangen, sobald du bereit bist dafür. Ich habe selbst erlebt. Dafür bereit bist du so rum. Ich habe was anderes gehört. Verschwinde, Bursche. Hast du nichts zu tun? Dann such dir Arbeit, aber woanders. Mein Mann sieht das anders. Offensichtlich sind wir dafür noch nicht bereit, weil sonst würde ja jetzt hier wieder was kommen. Ich soll. Bursche. Bursche. Was hat denn Sahn hier hinten der? Ach, erzähl mir nicht sowas. Hier ist es, oder? Ja. Du da, komm mal her. Ups. Willkommen, Reisender. Suchst du einen guten Trank? Mein Angebot ist groß und meine Ware günstig. Und ich verkaufe weitaus bessere Tränke als dieser Zuris. Das habe ich schon immer gesagt. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn da? Unwetter. 300 Gold, du bist ja nicht ganz gesund. Snapperkraut, Feldknüdrig. Was du nicht sagst. Er hat einen Feuerregen. Oh Gott. Wir müssen Geld machen. Es hilft ja alles nichts. Ich habe was anderes gemacht. Wir müssen töten, haben wir gesagt, und wir müssen Geld machen. Super. Gute Voraussetzungen hier. So. Mein Mann sieht das anders. So, da wir ja gleich Schluss machen, jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas machen. Nee, den Waffenhändler der Banditen. Ach, hier, das Schwert kann man noch holen. Das ist alles hier Lobards Hof, Onas Hof. Portal, Steinhund. Da wir das doch nicht für das Innerskloster machen, kann man Edda diese andere Statue geben oder ist sie speziell nur für diese Feuermagier? Keine Ahnung, sag du es mir. So, das lass mal hier erstmal noch unberührt, dieses Ding. Achso, Ignaz. Ignaz haben wir immer noch nicht aufgesucht. Was ich glauben soll. Wir gehen mal zu Edda. Wir gucken mal, ob sie diese Statue auch annimmt. Wenn nicht, müssen wir die holen auf der. Na, da, auf der Liebesinsel. Da ist eine in der Kiste, das weiß ich. Oh Gott, ist das verwirrend.
Wo steht denn der Kochtopf? Da ist der Kochtopf. Da ist der Kochtopf. Mal gucken, ob das funktioniert. Ah, man kann ihr tatsächlich diese geben. Ich habe hier eine Innos-Statue für dich. Hm. Oh, vielen, vielen Dank. Möge Innos sein Licht über dich erstrahlen lassen. Ja, ja, schon gut. Weil wir wollen ja kein Feuermagier werden, deswegen interessiert uns das ja nicht. Kannst du mir eine Suppe machen? Kannst du mir eine Suppe kochen? Ach, die Fische habe ich, glaube ich, alle Nichts gegessen. Leichter als das? Hier, nimm einen Teller. Ich hatte ja die Fische alle gefuttert vorhin. Ach, gut, na gut. Dann könnten wir noch das Schwert von dem Kämpfer da holen. Wir machen jetzt hier bloß noch ein bisschen Kleinkram in der Stadt. Und dann mache ich mich fertig für meine Nachtschicht. Dann sehen wir uns morgen um 15 Uhr, wenn ihr lustig seid, in alter Frische wieder. So. Was ist Kavallon? Jetzt ist Kavallon auf der Bank, okay. Und Chaos gut. Ungleich waren. Und er bat Innos. Wir können uns noch die Quest holen da mit Ignaz dann. Das könnte man dann morgen machen. Ich glaube, er hatte das Schwert, oder? Das ja, ich hier. Schon Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Du meinst den abgerissenen Typen, der seine Waffe bei mir für ein paar Fackeln und Fleischbröckchen eingetauscht hat? Ich glaube, genau den. Das Schwert habe ich noch. Na, her damit. Wie viel willst du dafür haben? Das ist ja schrecklich. Nun, für dich... Ach, was soll's. Hier, nimm es. Schließlich hast du mir geholfen, mein Gold wiederzukriegen. Das, ja, das würde ich aber auch meinen. So. Mein Mann sieht das anders. Den ganzen Kleinkram hier machen. Ach nee, Zuris hat ja jetzt keine Zaubersprüche mehr. Das hat der Zaubersprüche, hat der da unten. Der hatte, was war das? Pfeil der Finsternis. Der war so immer der Zauber. So ein kleiner Popelzauber, aber der war richtig gut. Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem... Eigentlich wollten wir sparsam sein, ich weiß, aber manchmal ist ein Zauber einfach besser. So. Man weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Wenn mal kurz... Hier, du warst das. Du warst das. Hier. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Innos, die waren echt cool. Ich handle mit magischem Wissen. So. Wo war denn der? Jetzt mal gucken. Der war nicht so teuer. Dunkler Tod. Okay, 85. Er hat aber noch einen anderen gehabt. Eisfall kostet bei ihm bloß 55 Schaden. Und Tote vernichten. Ach, diesen Zauber liebe ich. Naja, Feuerregen, genauso teuer. Hm. Feuerball mag ich nicht so gerne. Blitzschlag. Blitzschlag ist auch nicht schlecht. Golem. Der Golem hatte uns letztens die ganzen da oben auf der Brücke, die Banditen, niedergemacht. Oder wollen wir uns 150 leisten? Ich mach die Augen zu und kauf's, okay? So. Skelett erschaffen. Kobus. Ach, der Dämon. Der Dämon wäre ja natürlich auch. Na, der braucht 25 Mana. Ich glaube, wir haben bloß 10 Mana. Monster schrumpfen. Das ist ja jetzt auch eine Hürde. Da musst du ja Mana hochmachen. Hm. Interessant, interessant. So. Aber hey, wir könnten hier Belias Zorn. Ne, der kostet 120. Nein, wir kaufen nichts ein. Wir haben keinen Kaufrausch. Geh mal weg hier. Psst. Weg. Gib dem anderen sein Schwert wieder. Das machen wir jetzt noch. Ich habe ihn schon wieder völlig ablenken lassen. Aber die Banditen, das letzte Mal haben wir die. Moment mal, ich muss mal kurz. Nein, ich muss kurz gucken. Der braucht plus 5 Mana. Und was haben wir am Mana? 13. Also wir können so eine Imba-Sprüche gar nicht nehmen, weil wir nur 13 Zauber-Dings haben. Mana. Sowas Doofes. So, hier. Nimm. Da. Ich hab dein Schwert. Hm? Ah, das ist schon viel besser, als mit einem alten Ast zu kämpfen. Mhm.
Ich werde den Teufel tun, dass ich jetzt gegen dich kämpfe. Da verliere ich ja gleich wieder. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir laufen zu Ignaz. Holen uns diesen... diese Quest ab mit dem... Vergessen da. Aber eigentlich, die Stadt ist schon schön gemacht, ne? Ein bisschen viel grün für mich, aber... Gut. Aber ansonsten, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Ich glaube, wir sind verkehrt gelaufen. Oh Gott. Ah nee, man kommt hier rum. Okay, naja, gut, dann gehen wir halt da lang. So, mein Freund, hier, du da. Kann man das lesen? Stopp mal. Kann ich was lernen? Das kenne ich schon. Ach, okay. Na dann eben nicht. Hier, du da. Ups. Du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Mhm. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Okay. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, auch aber viel, auch mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Erzähl mal. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Mhm. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Okay. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches. Also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Da können wir auch noch ein paar niederkloppen, ich oder? Ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Das ist ja auch nicht und logisch. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Mhm. Wenn ich den angreife und dann den Zauber rauspacke, dann greift er mich doch an. Dann muss ich ja. Okay, was habe ich denn davon? Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Mhm. Okay. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Aber sicher. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. So, kann ich, warte mal kurz. Wegen des Experiments. Hast du schon einen Erfolg erzielen können? Oder hast du die Spruchrolle verschwendet? Hm? Wenn du weitere Spruchrollen brauchst, dann kannst du sie von mir kaufen. Zeig mal her. Genau, das auf das habe ich jetzt abgezielt. Denn er hat mein Lieblingszauber. Ich hoffe, dass er ihn hat. Varan, Feldräuber. Varan, Snapper, Schaf. Der hat den Drachensnapper-Zauber. Gibt es nicht mehr? Wollt ihr mich verkackeiern? Ich dachte, ich kann jetzt die ganze Insel mit dem Drachensnapper aufräumen. Und jetzt hat der den Zauber nicht mehr. Ah, das ist doch gemein, oder? Nee, der Wag ist nicht so stark. Habe ich jetzt irgend so einen Scheiß gekauft? Ja, klar habe ich so einen Scheiß gekauft. Das glaube ich doch einfach nicht. Hab ich jetzt... Ich gehe raus hier. Ich glaube, ich habe irgendwas gekauft. Ich wollte nichts kaufen. Geh weg. Psst. So. Eisblock, vergessen. Ich habe Schlafzauber wahrscheinlich. Ah ne, den hatte ich vorher schon gekauft. Diesen nutzlosen Zauber. Gut. Was haben wir denn? Wir können ja mal noch... Das könnte man noch. Ja, das machen wir jetzt noch. Wir probieren das einfach mal. Wir laufen zu Hakils Hof und von der Seite aus haue ich den Golem hin.
Also beim letzten Mal, aber im originalen Spiel, funktioniert das mit dem Golem. Das gibt immer noch ein paar XP, oder? Wir fangen schon wieder voll an mit Zaubern hier. Und Innos. Das macht einfach so viel Spaß. In seiner Weisheit tat. Mhm. Ja, Innos tat ist gut. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das probieren wir jetzt noch aus, ob das funktioniert. Und dann hätten wir ja zumindest eine Banditenbande da erledigt. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das ist ja interessant. In die Richtung sind wir auch noch nicht ein einziges Mal gelaufen. Müssen wir auch noch machen. Wir müssen, wie gesagt, jetzt erstmal töten, damit wir leveln. Irgendwie so. Und wie gesagt, ich muss mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, wenn man sich nicht anschließt, wie man dann in das zweite Kapitel kommt. Es steht zwar, man kann das gildenlos machen, aber wie? Ach so, ich brauche ja ihm bloß sagen, das mit den Drachen, genau so rum. Dann startet ja das zweite Kapitel sowieso. Dann steht unserem gildenlosen Durchgang nichts mehr im Wege. Außer meine Unfähigkeit vielleicht, aber na gut. Das kriegen wir schon hin, ne? Das ist alles so machbar, irgendwie. Irgendwie. So, auf geht's. Dann wollen wir mal. Wir probieren das. Hoffentlich mischen sich die Bauern da nicht ein. Die haben ja gern dieses Talent. Ah, so. Packt mal unseren Golem aus. Wo ist er denn? So, und speichern. Da kann es losgehen. 4 Golem erschaffen. So, mal gucken. Das sind ganz schön viele. Golem, vorwärts! Oh Gott, wie lange hält denn der? Jetzt bist du dran. Golem, mach was! Weg. Ei, Golem! Bleib stehen, du Lump! Der trifft mich da oben, bist du doch ganz jeck? Da ist auch noch einer. So, Golem, komm! Da ist noch einer. Auf geht's. Oh Gott, wenn der jetzt einmal mit dem Bogen schießt. Golem! Bitte! Das war's. Was sag ich, der trifft mich einmal? Es ist schön, dass ich aufgestiegen bin. Ich bin tot. Da guckt er mich an, ne? Da guckt er mich an. Gut, dann machen wir das mal. Aber es funktioniert. Wir machen das nochmal. Die Taktik war nicht schlecht. Nicht speichern, laden bitte, um Gottes Willen. Ja, der Golem ist gut, ne? Also zumindest für die Banditen auf der Brücke ist der Golem das beste Mittel. So. Bitte. Danke. Und wir springen da gleich da oben drauf und schießen die ab. Ah, dieser blöde Bogenschütze da hinten ist echt mies. Jetzt bist du dran. Lauf los! Alle hopp. So. Golem, hau hinter dir! Da sind Banditen! Ey, da hüpfen die auch darauf, ihr miesen Stücke! Das ist eine blöde Taktik. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Oh, wir müssen unserem Golem helfen. Ich glaube, das war's. Oder steht da unten noch einer? Moment. Ups. Nee, das ist unser Golem. Den will ich jetzt nicht abschießen.
Warum haben wir denn gerade einen Aufstieg gekriegt und jetzt nicht? Was ist denn jetzt da anders gelaufen? Na gut, aber wir haben es geschafft. Irgendwie. Und schon ist er hinüber. Wir müssen mal gucken, dass wir die alle looten können. Fall da nicht runter! Boah. So, legen. Ups. So. Da unten liegt doch... Ich will den auch haben. Der liegt da in der Ecke. Aber ich sollte mich damit zufrieden geben. Wenn ich jetzt runterfalle, bin ich tot und reg mich richtig auf. Deswegen... Na gut, wir haben die. Warum kriegen wir keinen Stufenaufstieg? Sitzt hier noch einer? Sitzt hier noch einer rum? Haben wir einen übersehen? Das ist sehr mysteriös. Na gut, soll sich stören. Das ist ja, wir sind kurz vor einem Stufenaufstieg. War hier nicht irgendwo eine Goblinbeere auch noch? Oder habe ich die jetzt aufgehoben? Man sieht ja hier nichts. Legen. Na gut. Wir speichern. Knacken noch die Kiste. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Moment. Speichern. Und werden dann morgen... Was machen wir denn morgen? Was machen wir denn morgen? Weiter weglaufen. Danke. Eins, zwei. Okay, erstmal eins. Drei, vier. Egal, lassen wir jetzt so. Wir laden jetzt nicht nochmal neu. Wir lassen das jetzt. Sind wir selber schuld. Das verstehe ich nicht mit dem Stufenaufstieg. Hat der Golem noch irgendwas anderes getötet? Irgendeinen Bauern? Da hinten? Oder ist einer runtergefallen, der noch lebt? Das kann ja auch sein. Ah! Da läuft noch einer rum! Verdammt! Ha! Jetzt habe ich aber einen Schreck gekriegt. Das war das Ding, warum da kein Stufenaufstieg war. Na gut, das ist schön, dass wir darüber geredet haben. Der hat echt noch gelebt. Da ist der da irgendwie außen rum. Naja, gut. So. Was war denn? Gut. Was können wir denn morgen machen? Ich weiß gar nicht. Wir laufen ja stets weg. Achso, das Experiment wäre eine Möglichkeit. Waffenhändler. Da haben wir jetzt das zweite. Ne, das erste Lager haben wir ja auch noch nicht gemacht. Die Wölfe für Pepa haben wir auch nicht gefunden. Die waren irgendwie weg. Was ist Kampfkunst? Hm? Wenn ich ein besserer Kämpfer bin, auch das noch. Oh Mann. 30% immer noch Anfänger? Okay. Na gut, wir werden morgen dann in der Stadt sein. Das werde ich da wahrscheinlich dann, bevor ich anfange, hinlaufen. Und dann werden wir das das Experiment machen und vielleicht noch einmal stärker Einhand machen, dass wir dann besserer Kämpfer sind, oder? Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch allen einen schönen Abend. Bis vielleicht zum nächsten Mal. So, bye bye. Müssen wir stoppen.